Damit sind wir in der ersten Begegnung. Pepega gegen Reef auf der Karte Norden. Wir gehen mal ganz kurz rein ins Spiel. So, sieht das schon besser aus. Oh, von wo starten wir denn? Von hier aus. Wir gehen auch gleich schon los. 3 Caps, Domination. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal ganz kurz die Aufstellung an. Wir haben auf der Seite des besseren Teams natürlich Retired All Dirty Dastard in einer Kremlin. Wir haben I Am Lulu Snail in einer Des Moines. Wir haben Salgado in einer Hindenburg. Apipolai in einer Venezia. Kalt in einer Venezia. Wir haben Hulk Smash Lead in einer Stalingrad. Wir haben Scorpion Fly 12 in einer Daring. Und wir haben Rixit in einer Kleber. Und auf der Seite des herausfordernden Teams, das vermutlich in Grund und Boden gestampft wird jetzt, haben wir Sniping Cat in einer Kremlin, Mr. Frax in einer Salem, wir haben The Salty Dragon in einer Moskva, Dark Nimbus in einer Nevsky, Alex, Mario und Philippolos in einer Stalingrad jeweils und wir haben Villakes in einer Kleber. Civisa in a Fine State, kennen wir auch schon. Ach, Civisa in a Fine Reef, in der Yuyang. So, ihr merkt auch gerade schon, die haben alle so einen Namen da hinten dran, so ein Kürzel hinten dran hängen, außer Lulu Snail, der spielt anscheinend mit seinem richtigen Account. Das sind Presseaccounts, damit auch jeder Spieler jedes Schiff haben kann und spielen kann. Nein, wir haben keine Verzögerung. Wir gehen aber auch stark davon aus, dass die Leute sich an die Regeln halten. Zumindest hat das letztes Mal ganz gut funktioniert. Ich muss jetzt gerade Ella die ganze Zeit hier von meinem Schreibtisch runterschubsen, weil die ständig schmusen möchte. So. Kleber aus Team Pepega nutzt die Geschwindigkeit, die ihm das Schiff gibt und fährt direkt in den Charlie Cap, um ihn so früh wie möglich für sein Team zu gewinnen. Sieht ganz gut aus. Es ist wie gesagt ein 8 gegen 8 Match. Nicht wie beim Random 12 gegen 12. Dementsprechend auf so großen Karten nicht so leicht alles abzudecken, alle Bereiche. Hier haben wir jetzt gerade 3 Schiffe vom Feind. Ich kann diesmal wirklich sagen vom Feind, weil wir sind ja sehr parteiisch unterwegs heute bei uns im Team. Das wurde uns auch ausdrücklich gesagt, wir sollen parteiisch sein. Oh, da laufen Torpedos. Venezia Tops, wie es aussieht. Ah, und der Kleber vorbei. Aber hey, wir haben den ersten Cap auf unserer Seite und damit gehen wir natürlich in Führung mit 375 Punkten zu 354. Die Zeit tickt für uns. In 7 Minuten werden die Punkte auch schon durch. Das sehen wir am Timer. Und jetzt bin ich gespannt, was links passiert. Wir haben hier Lulu Snail, wir haben Scorpionfly und Rixit und Apipolai zu viert. Und da kommt eine schöne Salve von der Stalingrad, war das glaube ich, von Hulk Smash oder auch von Retired Old Dirty Dastard. Auf die Salem, haben ein bisschen Schaden gemacht, aber jetzt geht's los. Lulu Snail fängt an zu schießen, die Venezia fängt an zu schießen. Oh, das sieht gut aus. Mr. Frax kriegt jetzt erstmal voll in die Seite und Venezia haut noch rein. Schön, 8000 nochmal oben drauf. So müsst ihr weitermachen. Die Torpedos laufen von der Kleber auch auf die Salem und auf die Kremlin. Die Daring fährt gerade da wieder ein Stück rückwärts. Bin mir nicht sicher, ob er vielleicht doch mitkämpfen möchte, mitschießen möchte. Lulu Snail nutzt jetzt natürlich die Feuerrate, die er hat in seiner Des Moines aus, um diese Salem rauszuschießen. Mr. Frax. Auf der anderen Seite passiert gerade nichts, was wir verpassen. Nein, da ist alles relativ still. Lulu muss jetzt gucken, dass er vielleicht doch wieder sich ein bisschen zurückzieht. Wenn jetzt gerade die Kremlin kommt, ist es ein sehr gefährliches Schiff. Venezia kämpft mit. Apipolai ebenfalls. Volle Kanne draufschießen. Und wie viel Schaden? Oh, 9000 mit der SAP ins Gesicht. So, ich glaube, das sieht gar nicht gut aus für Mr. Frax hier in seiner Salem. Der wird komplett unter Beschuss genommen durch 2 Kreuzer von unserem Team. Und die nächste Salve, entweder von Lulu Snail oder von Apipolai, wird hier diese Salem auch rausnehmen. Sehr schön gemacht. Top. Der erste ist raus. Und damit geht unser Team natürlich nochmal ein Stück in Führung. Und jetzt müssen sie versuchen zuzugehen. Sehr schöne Aktion auf dieser Seite. Mal gucken, was auf der anderen Seite passiert. Hier wird sich sehr vorsichtig bewegt mit den beiden Kreuzern. Sie wollen... Oh, das hat wehgetan. Das war eine Stalingrad-Salve. Und die hat anscheinend unsere Hindenburg doch ein bisschen zu sehr penetriert. Venezia kalt. Schmeißt hier ein paar Torpedos. Muss jetzt gucken, dass er vielleicht entkommt. Zugeht. Macht auch seinen Nebel an.
Da laufen Deepwater Torps. Das ist gefährlich für ihn. Da muss er wirklich aufpassen, dass er da keine nimmt. Aber die laufen, oh, die laufen in diesem Bereich. Aber genau in diesem Bereich fährt er auch. Es sei denn, er dreht jetzt nach links weg. Hm, da müsste er sie vielleicht sogar früh genug sehen. Yu Yang Torpedos sind einfach gefährlich. Wie sieht es auf der anderen Seite aus mittlerweile? Jetzt wird die Stalingrad auch von der Venezia beschossen. Ist nach wie vor offen. Mhm, schöne Salve. Von der Hindenburg wird drauf geschossen. Gefährlich, die Water Torps kommen. Aber er dreht komplett ab und damit entgeht er der Gefahr. So wie es aussieht, was wunderbar klappt. Und die Venezia war jetzt ganz kurz offen wegen der Kleber, weil sie weiter vorgefahren ist. Und er hat natürlich kein Super Concealment aus seinem Nebel raus. Ne? Ab, ich weiß gar nicht, 9, irgendwas Kilometer geht er auf. Vielleicht sogar 10 irgendwas. Auf jeden Fall war er schon nah genug dran an der Kleber, um aufzugehen, damit die Stalingrad nochmal wirken konnte. Jetzt steht sie mit dem Heck hier drin. Vilek steht mit seiner Kleber mit dem Heck im Alpha Cap und versucht den einzunehmen. Das wird er vermutlich auch schaffen. 679 Punkte zu 435 kann sich sehr schnell ändern. Wenn sie jetzt nämlich den Alpha Cap bekommen und von unserem Team aus nicht genügend Druck aufgebaut wird, kann es passieren, dass die Punkte sehr schnell umspringen. Aber wir sehen auch hier schon wieder, unser Team reagiert. Stalingrad, Kremlin, Kleber, alle unterwegs. Und wisst ihr, was ich mir vorstellen könnte? Wenn unser Team weiß, wo die Gegner alle sind, kann ich mir vorstellen, dass diese Kleber vielleicht hier durch die Inseln fährt und von hinten ran oder von vorne ran und Torpedos schmeißt. Ah, schade. Er fährt dran vorbei. Ich hätte damit gerechnet, dass er jetzt vielleicht hier durchfährt und einen Torp Rush auf die Stalingrad macht. Aber ist riskant natürlich. Ist natürlich riskant. Ich glaube, die Daring versucht hier weiterhin diese beiden Schiffe zu spotten, damit wir einfach Informationen bekommen, wo wer ist. Jetzt macht die Stalingrad das Radar an, um zu gucken, wo wer ist. Sieht aber doch ganz gut aus. Ah, die Venezia, die... Oh je, das sieht nicht so gut aus. Sieht doch gar nicht mal so gut aus. Die Venezia hat auch einiges einstecken müssen hier unten. Mal gucken, ob er demnächst wieder seinen Nebel parat hat, um entkommen zu können. Ah, oh, die Nevsky schießt auch nochmal mit AP. Ein bisschen weh. Da kommt nochmal von der Stalingrad was an. Dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis er seinen nächsten Nebel einsetzen kann. Vielleicht überlebt er das noch lange genug. Gucken wir uns das genau an hier. So, jetzt ist... Hier vorne gibt es einen Kampf. Kleber gegen Kleber. Venezia nach wie vor unter Beschuss. Oh, gefährlich, gefährlich, Venezia. Kannst du noch zugehen? Kannst du zugehen? Der Kampf. Rixet gegen Vlakes. Hindenburg hilft mit, versucht mitzuhelfen, aber Rixet hat richtig viel einstecken müssen, leider. Extrem viel einstecken. Jetzt kann die Venezia sich gerade wieder hochheilen, kalt. Ein Stück weit. Irgendwann müsste der Nebel kommen. Die Yu Yang macht halt dauernd Licht, gell? Das ist das Problem. Jetzt wird hier auch noch mit der Stalingrad geschossen auf die Kleber. Und damit geht unsere Kleber raus. Die andere Kleber ist aber auch fast raus. Jawohl, Hulk Smash macht die Kleber an der Stelle Wasser. Und dann haben sie hier in der Mitte... Oh, eine Kremlin. Oh, retired Old Dirty Dastard versucht hier noch näher ranzufahren. Aber ist das nicht super riskant, was er da macht? Er könnte versuchen, die Stalingrad rauszurammen, ganz vorsichtig. Aber dann verliert er extrem viel HP. Ich weiß nicht. Was sind denn das für Manöver hier? Das wird ja richtig interessant. Guck mal hier, die Hindenburg steht breit jetzt zur Nevsky. Sehr gefährlich. Torpedos laufen. Er muss gucken, dass er da sofort irgendwie wegkommt. Oh, das hier in der Mitte ist... gar nicht mal so gut für unser Team. HP-technisch liegen die Feinde vorne. Punkte-technisch sind zwar wir vorne, aber die Frage ist, für wie lange? Für wie lange? Denn sie haben zwei Caps nach wie vor. Scorpion Fly mit seiner Daring hier in der Seite von der Moskau und der Kremlin wurde gespottet durch das Radar, wird jetzt auch unter Beschuss genommen. Die Venezia Apipolai versucht hier auch ein Stück weit nach vorne zu fahren, um diese Moskau eventuell in der Seite zu erwischen mit SAP. Macht da natürlich ordentlich Schaden. Ludusnell fängt jetzt an, auch auf die Moskau zu wirken. Und vielleicht kriegen sie gemeinsam mit Kreuzfeuer es hin, diese Moskau rauszuschießen. Retired Old Dirty Dastard mit seiner Kremlin jetzt natürlich auf einer Position, von der aus er so gut wie gar nicht wirken kann. Venezia hat jetzt den Nebel gezündet, versucht sich da irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Da kommt zwar noch eine Salbe angeflogen. Oh, Glück gehabt. Ganz knapp nicht getroffen. Die Torpedos sind ausgelaufen. Die Moskau verliert immer mehr HP, wird auch noch von Apipolai angegriffen. Schöne Salve in die Seite, Apipolai. Nice. Nur noch 9000 HP, jetzt versucht er sich hochzuhalten. Retired Old Dirty Dastard ist auch am Start und kann hier über die Inseln drüber wirken. Damit ist er auf 3000 HP runtergegangen. Oh, auf 0! Sehr schön gemacht, Lulu.
Sehr schön gemacht. Jetzt ist die Frage, was passiert mit der Kremlin bei Charlie? Was passiert mit der Stalingrad zwischen Bravo und Alpha? Kann Retired All Dirty Dester da jetzt irgendwas machen, um diese Stalingrad rauszunehmen? Er versucht zumindest nach vorne zu fahren. Und jetzt bin ich gespannt, was hier passieren wird. Kommt ein Rammkill? Vermutlich wird er versuchen, mit seiner Stalingrad die Kremlin zu rammen. Ah! Wird die Kremlin das überleben? Nein, sie überlebt es nicht! Ach, Stalingrad für eine Kremlin getradet. Ich bin mir nicht sicher, ob das so clever war. Aber jetzt haben sie hier ein Schiff, eine Kremlin gegen vier Schiffe. Und theoretisch müsste das ja irgendwie klappen, dass sie da... Ja gut, was heißt gegen vier? Hulk Smash ist hinter einer Insel. Lulu ist hinter einer Insel. Daring und Venezia müssen es schaffen, irgendwie die Kremlin rauszunehmen. Auf der anderen Seite sieht halt immer noch nicht so gut aus für unsere Venezia. Aber sie hält wacker durch. Gemeinsam mit Sal Salgado. Oh, schöne Salve auf die Nevsky und die hat so gut wie gar nichts mehr. Ich glaube, da kam gerade was von der Stalingrad. Da war Hulk wieder am Start. Und jetzt hier eine Breitseite. Oh, die kam zu kurz, leider. Schade. Aber Kalt schießt mit SAP. Und SAP tut sehr weh, wenn sie trifft. Jawohl, nur noch 3600 HP. Sie heilt sich wieder hoch, die Nevsky. Die Frage ist sie offen? Nein, sie ist zu. Durch den Nebel der Yuyang haben sie das gerade so noch überleben können an der Stelle. Was haben wir jetzt hier in der Mitte? Die Kremlin, die pusht jetzt von hinten auf Lulu, auf die Stalingrad zu. Die Daring wird das gleich spotten. Noch ist die Kremlin zu, aber sie wissen, sie ist im C-Cap drin, der wird nämlich eingenommen. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, können diese beiden Schiffe schnell genug diese Stalingrad attackieren und rausnehmen? Oder bleiben sie hier stehen und warten ab, bis die Kremlin von hinten angreift? Fragen über Fragen. Wir werden es gleich erfahren. Dort oben, die Alexander Nevsky immer noch bei 4877 HP. Der Nebel wird sich bald lichten. Dann wird sie versuchen, vielleicht nochmal anzugreifen. Wir müssen mal ganz kurz oben auf die Punkte achten. Denn so wie es jetzt aussieht, muss Lulu ganz schnell in den Bravo Cap reinfahren. Denn in 1 Minute 45 haben die Gegner die 1000 Punkte erreicht. Und wir sind ein paar Sekunden hinten dran. Wir haben zwar 916, aber die werden uns aufholen. Und das Problem hierbei ist... Oh nein, sie steht seitlich. Oh, nur 1000 Schaden gemacht. Da hatten wir aber arg Glück, würde ich sagen. Oh, das war alles geplant. Lulu muss super schnell in den Bravo Cap rein, um ihn zu blockieren und von hinten dann die Stalingrad angreifen. Hulk Smash gibt jetzt Gas, fährt vorne auf Alex Mario drauf. Vielleicht macht er noch einen Rammkill, aber das wäre okay, denke ich. Denn das wäre ein 1:1 Trade. Die Kremlin bekommt jetzt eventuell von hinten noch Torpedos. Nein, die laufen leider vorbei. Die Daring müsste jetzt mal vielleicht anfangen zu schießen sogar. Einfach anfangen, Dauerfeuer zu geben, damit die Kremlin abgelenkt wird. Weil unsere Venezia hat nicht mehr viel HP. Oh mein Gott, die Stalingrad hat die andere Stalingrad rausgeschossen. Wie gut war das denn? In dem Winkel ist er nach vorne unter der Nase durchgekommen. Wie es aussieht. Wunderschön gemacht. Damit sind wir bei 992 Punkten. Noch 10 Sekunden, dann haben wir das gewonnen. Wenn niemand stirbt auf unserer Seite. Oh, die Venezia hat sich eingeschaltet. Genebelt, die Hindenburg, noch ganz wenig HP, aber sie wird das überleben, oder? Sie wird es überleben! Wir haben gleich... Ja! Entschuldigung. Erste Runde. Ganz entspannt gewonnen. Sehr gut gemacht, Team PPGAM. So, da wären wir. Wir starten in das zweite Gefecht der Begegnung. Oh, ich muss mal kurz die Kamera ausrichten. Pepega gegen Reef. Es steht 1:0 für Pepega. Mal gucken, ob wir das 2:0 jetzt rausholen können. Wir schauen uns mal ganz schnell an, was wir für Teams haben. Oh, sehr viele Kreuzer. Auf der Seite von... Wir fangen natürlich bei uns an, ist ja logisch, mit Team Pepega. Haben wir Retired All Dirty Dested in einer Kremlin. Wir haben Scorpion Fly 12 in einer Des Moines. Wir haben AP Polai in einer Goliath. Wir haben Marilyn in einer Hindenburg. Kalt in einer Venezia. Lulu Snail diesmal in einer Moskwa. Hulk Smash Lead in einer Stalingrad. Mal wieder. Und Rixit in einer Marceau. Auf der Seite der Herausforderer haben wir... Sniping Cat in einer Kremlin. Wir haben The Salty Dragon in einer Des Moines. The Lakes in einer Des Moines. Mr. Frax in einer Salem. Dark Nimbus in einer Goliath. Alex, Mario und Philippolos jeweils in einer Stalingrad. Und CVs Arena Fine State in einer Kleber. Und das Match hat begonnen. Wir schauen uns an, was passieren wird. Venezia sofort unterwegs
zu Bravo, um den so schnell wie möglich einzunehmen. Wir haben die Masso ebenfalls super schnell unterwegs Richtung Charlie. Jetzt ist die Frage, wird er einen Kampf gegen die Kleber wagen? Im Charlie Cap oder nicht? Im 1 gegen 1? Wenn der Reload Booster der Kleber funktioniert, könnte das schwierig werden für die Masso. Aber ich würde trotzdem sagen, die Masso hat mehr Punch. Sobald der Reload Booster auslaufen sollte. Und je näher die Masso rankommt, desto besser ist es für sie, ihn rauszustellen. Aber es wird halt kein 1 zu 1 sein oder 1 gegen 1. Weil von hinten noch Schiffe mitwirken werden. Oh, hier sind 4 Schiffe unterwegs von unserem Team in Richtung Charlie. Auf jeden Fall wäre das zu riskant, deutlich zu riskant von der Masso da jetzt reinzufahren. Die Kleber versucht wahrscheinlich anzudrehen und rückwärts reinzufahren. Ist das nicht Season 2? Tatsächlich nicht, denn die erste Season, die wir gesehen hatten, war die Pilot-Season. Das hier ist jetzt die richtige erste Season. Also wir hatten eine Pilot-Season und jetzt die Season 1. Ich war auch ein bisschen verwirrt, musste auch erst nachfragen. Oh, oh, da geht's schon los, da geht's schon los. Oh, oh, yes, 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 good damage, good damage. Sehr schön gemacht von Rixit hier, ausgewichen. Wir gucken mal kurz, ist er noch offen? Er ist noch gespottet. Kann er da drüber schießen über die Insel? Ja, jetzt ist er wieder zu. Hat sie, naja, nicht erwischt. Er ist ein bisschen zu schnell unterwegs gerade in seiner. Jetzt hat er nochmal kurz erwischt. Er muss aufpassen wegen den Torpedos dort hinten. Ja, komm. Ja, schön. Jetzt kann er vielleicht versuchen. Ah, ist gefährlich. Die Demoin kommt jetzt nämlich ran und wird ihn mit Radar vielleicht aufmachen. Äußerst gefährlich. Die Kremlin kann schießen. Die Salem dort hinten ist hinter der Insel. Die kann nicht wirken. Die Demoin eventuell noch über die Insel drüber. In der Mitte steht allerdings eine Stalingrad. Das ist ja eine interessante Position. Das ist eine sehr gute Position vielleicht sogar. Je nachdem, was halt hier passieren wird, kann sie dort in die Seite schießen, in die Seite wirken. Ich denke, jetzt wird auch gleich das Radar angehen von irgendeinem der Schiffe. Stalingrad ist zu weit weg für ein Radar. Jawohl, ganz knapp. Aber da geht auch schon das Demoin-Radar an. Jetzt muss die Masso sich zurückziehen. Da wird auf die Kremlin geschossen. Masso wird selber ebenfalls unter Beschuss genommen. Nein, das sind Kugeln, die gehen an der Masso vorbei. Aber die Stalingrad aus der Mitte versucht's. Hindenburg kommt davon. Nicht ein Treffer. So, wie sieht's auf der anderen Seite aus? Wir, oh, unser Team PPGA ist einfach unverwundbar. Der hat noch nicht ein HP verloren. Oh, jetzt hat die Stalingrad ein bisschen was verloren dort vorne. Aber das ist nicht schlimm. Wie sieht's hier aus? Ebenfalls alles ziemlich entspannt. Oh, gefährlich. Das ist gefährlich. Wenn Kalt jetzt vorfährt, zu nah ran an die Demoin und die Demoin dann Radarreichweite besitzt und er dann abdrehen muss... Ich glaube, er wird das... Oh, oh, das könnte sehr böse enden, Leute. Das könnte sehr böse enden. Wenn die Venezia jetzt nicht ganz schnell an diese Insel rankommt. Aber die wird weggerusht werden. Wenn sie Probleme... Oh, nein. 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 Das könnte das Ende für unsere Venezia sein. Das könnte und wird wahrscheinlich das Ende unserer Venezia. Oh, er hat so viel Glück, dass die Demoin das gerade vergeigt hat mit der Seite. Schon wieder. Sehr viel Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Die Goliath hat überhaupt nicht reagiert gerade leider. Konnte wahrscheinlich auch gar nicht so gut reagieren, weil er so schnell seinen Nebel gezündet hat hier, der Kalt. Und die 5 Sekunden, ne? Wenn das Radar angeht, muss er ja 5 Sekunden warten, bis er ihn sieht. Dann war der schon durch der Turn. Die Stalingrad hier drüben wird unter Beschuss genommen von der Moskwa, von Lulu. Aber trotzdem, die Venezia muss gucken, dass sie dort wegkommt. Die verliert massiv an HP. Und das war ein bisschen zu aggressiv dort vorne. Meiner Meinung nach. So weit vorzufahren, ohne zu wissen, wo die anderen Schiffe sich befinden. Das ist im Random Battle auch immer schon so eine Sache. Das mache ich auch ganz gerne hier irgendwie aggressiv ranfahren und hoffen, dass jemand breit wegfährt oder sowas, dass man eben in die Seite schießen kann. Das klappt ganz oft. So, was haben wir denn hier drüben? Wir haben die Stalingrad, die unter Beschuss genommen wird von The Salty Dragon. Auf Dauer wird das ordentlich wehtun. Das ist ein Problem. Das könnte ein richtiges Problem werden. Wir haben hier drüben 3 Schiffe. Die Hindenburg zieht sich schon ein bisschen zurück gerade, rückwärts. Die Demoin steht breit. Zu Stalingrad in der Mitte, zu Philippolus. Das ist gefährlich. Die versucht jetzt hier noch ein bisschen näher ranzukommen. Jetzt gehen sie alle auf die Kremlin, auf Sniping Cat. Oh nein, oh nein. Oh, das hat wehgetan, Demoin. Das hat wehgetan. Wenn da die nächste Salve auch noch von der Stalingrad kommt, tut das noch mehr weh. Er muss so schnell wie möglich hinter diese Insel kommen und gegen die Stalingrad anwinkeln. Der Damage läuft. Oh. Auf der anderen Seite, Kalt kommt vielleicht noch davon, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass er das noch überleben wird. Jetzt hat er nochmal einen Brand kassiert. Dann steht das hier drüben 3 gegen 2 Schiffe. Auf dieser Seite könnte das eher... Kommt, da kommt die Salve noch von Alexander Mario. Schafft das noch hinter die Inseln.
Wenn er müsste sogar schon zu sein, oder? Nee, er ist noch offen gewesen, er ist noch offen. Jetzt müsste doch aber eigentlich zugehen in seiner Phoenicia. Oder sagt mir nicht, er hat die Skillung so drauf. Oh! Was ein Glück. Was ein Glück, kein Brand. Noch 2000 HP. Er ist wirklich davon gekommen. Gerade so noch mit seinem Leben. Die Goliath versucht jetzt hier gerade irgendwie noch anzugreifen. Zeigt Breitseite. Das ist natürlich gefährlich wieder von der Demoin. Auch mit einer Goliath. Und von der Stalingrad. Oh Leute, ihr müsst dann wirklich aufpassen, was ihr macht. Das kostet euch massiv HP. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Stalingrad. Hulk Smash wird nach wie vor von Salty Dragon fertig gemacht. Das sieht nicht gut aus. Die Kremlin, Sniping Cat, unter Beschuss. Stalingrad, Retired Old Dirty Dastard steht bereit. Ist die Frage, ob sie das hier... Das ist jetzt so eine richtig festgefahrene Situation. Das kennt man so gar nicht, ne? Dass Schiffe so dicht beieinander stehen. Jeder schießt auf jeden. Das ist ein richtiges Chaos hier. Ich glaube aber, das erste Schiff, das rausgehen wird, wird Hulk Smash sein. Yep, damit ist Hulk Smash leider rausgegangen. Aber auch Sniping Cat verliert immer mehr an HP. Wird immer mehr beschossen, nach wie vor. Die Hindenburg macht das sehr gut. Schießt dort mit HE, legt Brände. Die Marceau fängt jetzt an, Torpedos zu schmeißen auf die Position. Da kommt jetzt die Kremlin reingefahren. Marceau, let's go. Nutzt deine Feuerrate aus. Die Kleber versucht jetzt gerade mit dem Reload Booster noch zu arbeiten. Zumindest denke ich, dass sie ihn ganz kurz angehabt hat. Damit verschwindet der jetzt aber auch und ist dann erstmal im Cooldown, was unserer Marceau natürlich einen Vorteil gibt. Jetzt ist hier die Des Moines vorgefahren. Die wird auch angegriffen. Oh, von der Seite. Oh mein Gott, war das eine gute Salve. Richtig schön gemacht. Merlin nimmt den dann vollends raus. Ich glaube, das kam gerade von der Kremlin oder von der Des Moines sogar. Ich bin mir nicht sicher, wer gerade so viel Damage gemacht hat mit AP. Es kann sein, dass es die Des Moines war. Es kann aber auch sein, dass es die Kremlin war. Schön. Schön, genau das mussten wir sehen. Oh nein, was haben wir denn hier in der Mitte? Lulu Snail steht direkt bei der Stalingrad und hat hier die Des Moines und die Goliath hinter sich. Und ich glaube, er hat vielleicht versucht, irgendwie dieser Des Moines in die Seite zu schießen. Jetzt wird versucht, der Goliath in die Seite zu schießen, aber... Aber ich würde sagen, Lulu ist an der Stelle leider raus. Auf Dauer. Wird er das nicht aushalten? Aber er versucht noch so viel Schaden wie möglich zu machen hier. Auf Dark Nimbus. Und wenn die Goliath und die Venezia gemeinsam... Die Venezia hat sie wieder hochheilen können. Mit HE jetzt hier und SAP auf die Goliath spammen. Oh, Salve von der Stalingrad. Nein, nur noch 4000 AP. Das ist nicht gut. Einnebeln und mit Nebel arbeiten vielleicht noch. Die Goliath dort hinten macht jetzt ihren Superheal an. Apipola steht auch wieder breit. Wenn die gleich AP schießen, oh, gefährlich. Die steht halt im Kreuzfeuer zwischen der Stalingrad und der Goliath. Das ist gar nicht gut. Marceau im Kampf gegen die Kleber verliert gerade. Hat massig HP verloren. Hier laufen Torpedos noch auf die Kremlin, die jetzt auch wieder beschleunigt in die Torpedos reinfährt. Sniping Cat sollte dadurch eigentlich auch gleich rausgehen. Noch lebt Rixet in seiner Marceau. Allerdings ist er jetzt gerade rausgeschossen worden. Die Kremlin brennt nicht. Moment, sie flutet. Kann das aber auch nicht reparieren, weil sie eben einen Brand wahrscheinlich gelöscht hatte, oder? Vor kurzem. Jetzt konnte sie reparieren. Und jetzt müsst ihr wirklich Sniping Cat rausnehmen, bevor er unsere Kremlin rausrammt. Das darf nicht passieren. Des Moines, unter Beschuss. Ah, 6000 HP verloren. Weiterschießen, weiterschießen. Er darf den Rammkill nicht machen. Schön, ist raus. Auf der anderen Seite wurde unsere Goliath tatsächlich rausgeschossen. Oh, das darf nicht wahr sein. Das sage ich ja, hier im Kreuzfeuer zwischen Alex Mario und Dark Nimbus haben sie das hier nicht mehr geschafft. Vor allem auch noch Philippolos. Keine Chance. Gegen diese Übermacht auf dieser Seite, das konnten sie nicht halten. Oh je, das sieht gar nicht gut aus für unser Team. Pepega, das sieht überhaupt nicht gut aus. Wir sind in die Ecke gedrängt worden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben hier nur noch auf der Seite bei C vernünftig Schiffe. Die Venezia oben kalt, versucht jetzt natürlich so viel wie möglich zu machen. Vielleicht sogar abzuhauen. Um mit der anderen Gruppe zusammenzustoßen. Ansonsten glaube ich nicht, dass Team Pepega aus dieser Situation wieder rauskommt. Dann kommen wir tatsächlich zum dritten Match noch. Ah, oh je. Das hat hier vorne einfach zu viel HP gekostet, diese Aktion, hier nach vorne zu fahren. Versuchen, Druck zu machen. Hat nicht geklappt. Und jetzt kann auch die Venezia nicht mehr zugehen. Ist nur noch eine Frage von Sekunden, bis kalt rausgeschossen wird. Ja, noch 16 HP. Eine Kugel, die noch trifft und penetriert und dann war es das. Torpedos kann er auch nicht mehr schmeißen, wie es aussieht.
Oh, er lebt noch immer. Er lebt einfach noch immer. Aber jetzt kommt die Salve von der Stalingrad. Und damit ist Kalt raus. Den Cap bei Bravo haben sie eingenommen. Und die Kleber haben sie halt leider auch nicht rausbekommen. Wenn die Kleber weg wäre, dann hätten sie nur noch diese vier Schiffe hier vorne, gegen die sie kämpfen müssten. Retired All Dirty Dastard fährt jetzt wahrscheinlich genau in diese Torpedos rein, oder? Ah, gefährlich, gefährlich. Dreht jetzt wieder ein nach rechts. Dann nimmt er vielleicht einen Torpedo oder sogar gar keinen. Er nimmt gar keinen Torpedo, wie es aussieht. Den Cap bekommen sie. Trotzdem eine Minute nur noch. In dieser einen Minute müssen sie Kills machen. Sonst ist es vorbei. HP-technisch ist es halt voll ausgeglichen sogar, gell? Wir haben sogar noch mehr HP durch die Kremlin als alle Feinde zusammen. Aber sie werden das nicht schaffen. Sie werden kein Schiff mehr rausnehmen können. Ich würde jetzt natürlich auch sagen, an der Stelle von Team Reef, wir stellen uns jetzt einfach hinter die Inseln, warten ab, bis diese 39 Sekunden durch sind und dann haben wir das gewonnen. Oh je, schade. Sehr schade. Wir haben zwar die Schlacht hier drüben bei C gewonnen, aber hier auf der gesamten Karte verloren. Der Krieg ist noch nicht verloren. Nein, nein, der Krieg ist noch nicht verloren. Nein, nein, nein. Gratulation an Reef. Das können wir so ja aber nicht stehen lassen. So. Und damit sind wir in Gefecht Nummer 3 der Begegnung Pepega gegen Reef. Jetzt auf der Karte, wie sie noch gleich? Nördliche Gewässer, Northern Waters. Eine der neueren Karten in diesem Spiel, aber die auch schon relativ lange mit dabei ist. Die mir persönlich relativ gut gefällt. So, wir schauen uns mal ganz kurz an, wie die Aufstellung aussieht. Auf der Seite von Pepega haben wir Retired All Dirty Dastard in einer Bogon dieses Mal. Wir haben Apipulai in einer Goliath. Wir haben Sal Salgado in einer Hindenburg. I am Lulu Snail in einer Venezia. Kalt in einer Venezia. Hulk Smash Lead in einer Stalingrad. Conde Gaspar in einer Daring. Und Rixit in einer Kleber. Wir haben auf der Seite von Reef Sniping Cat in einer Kremlin. Philippolus in einer Des Moines. Mr. Frex in einer Salem. Alex Mario in einer Moskwa. Dark Nimbus in einer Nevsky. Sivisa in a Fine State in einer Somas. Und dann haben wir zweimal Kleber mit A Trio Death und The Likes. Also sehr flotte DDs. Ich moderiere nur, genau. Also ich bin der Kommentator. Genauso wie die anderen Content Creator auch. Für ihre Teams. Wir kommentieren nur. Ich bin gerade auch im Überlegen, ob ich vielleicht die Karte, ja, ich mache die mal eins kleiner. Dann passt das mit dem Overlay besser zusammen unten. Ja, die fahren direkt mit zwei Zerstörern nach A. Bei uns hier die Daring in Richtung Charlie unterwegs, die Kleber. Oh, erstmal mittig. Das ist viel, was hier in die Richtung fährt. Das sind, by the way, das sind drei Zerstörer, gell, auf der Seite von Reef. Oh, die Nevsky ist offen. Durch die Kleber. Da kommt schon eine Salve angeflogen. Glück gehabt, dass da nicht mehr Schaden bei rumkam. Schöner Spot in der Mitte erstmal von der Kleber. Da wurde jetzt direkt zurückgeschossen. Auf die Stalin. Ne, auf die Kleber wurde geschossen gerade. Hat die Kleber selber mitgeschossen, möglicherweise? Hindenburg und Goliath unterwegs in Richtung Kleber. Bin ich ja mal gespannt, was dort passieren wird. Den ersten Cap haben sie jetzt eingenommen. Problematisch könnte das halt hier bei A werden. Wenn die den A-Cap halten und den Bravo-Cap. Oh, das wird eine richtige Klatsche hier. Da sind 5 Schiffe gegen 5 Schiffe. Vielleicht noch mit der Kleber zusammen 6 Schiffe gegen 5. Auf der anderen Seite ist halt eine Nevsky noch am Start. Ja, ich denke, damit haben sie halt nicht so wirklich gerechnet.
die PPGas, dass hier zwei DDs nach A fahren und sonst halt irgendwie gar nicht so. Nesky bleibt erstmal dann noch hinter der Insel stehen, dann kann sie wirken, ohne aufzugehen. Natürlich clever, jetzt muss Abibulai gucken, dass er ein bisschen beschleunigt und vielleicht auch zurückzieht. Möglicherweise fährt aber auch Rixxat wieder rüber und hilft dann hier zu spotten. Jetzt stehen die hier unter Beschuss, beide Schiffe. Können aber nichts selber beschießen. Wir können ja mal gerade gucken. Seht ihr? Ah doch, die Nevsky ist jetzt aufgegangen, weil sie geschossen hat und die Kleber ihn spottet. Die Goliath wirkt aber auch nicht dagegen. Versucht vermutlich zuzugehen. Kann aber nicht zugehen wegen den beiden Zerstörern hier vorne, die sehr, sehr nah dran sind. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Die Moskau hat schon ein bisschen was genommen. Die Daring fährt vor. Es laufen viele. Wir können nur hoffen, dass diese Torpedos nicht auslaufen. Und mindestens einer. Es wird nichts treffen. Ich glaube, wenn er weiter rückwärts fährt, wird auch dieser hier nicht treffen. Es sei denn, er bremst jetzt ab. Er hat abgebremst. Ausgelaufen. Oh, ist das schade. Sind wirklich ausgelaufen. Ordentlich schade. So, die Stalingrad steht jetzt unter Beschuss von der Salem, die selber aber ebenfalls unter Beschuss steht. Ja, wird noch ein bisschen getroffen, sitzt aber natürlich in diesem Nebel drin. Er kann nur blind reinschießen. In der Mitte haben wir jetzt Willex Rafe gegen Rixxat. Kleber gegen Kleber. Unterstützt von der Hindenburg. Mal gucken, ob von der anderen Seite noch was kommt, aber es sieht gut aus. Es ist ein 2 gegen 1. Allerdings trifft Rixxat hier nicht richtig, aber auch Relax trifft nicht mehr so ordentlich. Wow! Oh, die Moskau wurde rausgeschossen! Was ist hier passiert? Die Moskau hat versucht abzudrehen, hinter die Insel zu fahren und wurde von der Venezia einfach weggeklatscht. Aber ich glaube eher, dass Dirty Dested mit seiner AP-Salbe vielleicht ihren noch in die Seite geschossen hat. Ihn sehr, sehr runtergeballert hat und dann die Venezia Lulu schnell mit SAP ihm den Rest gegeben hat. Das haben wir jetzt nicht gesehen, aber das war natürlich super, Team. Good job. Good job. Wir sind, was die AP angeht, schon fast 100.000 in Führung. Das ist top. Das ist wunderbar. Die rechte Seite sieht danach aus, als würde sie für uns gewonnen werden. Hier in der Mitte, das hat ganz gut funktioniert. Goliath und Hindenburg ziehen sich hier, ja, nicht unbedingt zurück, aber sie bleiben auf Standby, so mehr oder weniger. Immer schön in Bereitschaft wieder anzugreifen oder zurückzufallen, je nachdem. So, schauen wir mal hier drüben. Die Salem wird jetzt hier weggerusht. Wenn der Nebel verschwindet, dann wird sie offen sein. Ja, hier wird angegriffen. Bogon, Venezia und noch Venezia. Lulu, Kalt und Retired Old Dested. Alle geben sie Gas und pushen jetzt auf die Salem drauf und die Stalingrad. Hack Smash! Nimmt ihn raus. Jawohl! So muss das aussehen. Genauso wird auch hier gepusht. Zusammen mit Conde Gaspar und der Kleber Rixxat, der rückwärts auf den Feind zufährt. Genauso wie es Valakes ebenfalls macht. Aber schön gesmashed, Halga, an der Stelle. Wunderbar. Da laufen richtig viele Torpedos auf Lulu Snail. Und das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich glaube, Lulu Snail geht raus. Oh nein! Damit hat er nicht gerechnet. Aber warum breit fahren? Oh je. Aber er hat noch die Torpedos rausgelassen, so schnell er konnte. Aber wieso hat er denn versucht, hier abzudrehen? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich weiß gar nicht, was ich an seiner Stelle gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte ich versucht, irgendwie an diese Insel ranzufahren. Erstmal. Und dann zu überleben. Schwierig. Ist natürlich unlucky gewesen jetzt, ne? Dass er da die Tops von der Soulmaster direkt mitgenommen hat. Aber die Des Moines ist auch fast raus. Auf jeden Fall sieht es nicht schlecht aus für unser Team. Auch wenn Lulu jetzt raus ist. Er kann jetzt natürlich perfekt auch Kommandos geben. Gell? Solange er sich jetzt nicht mehr um sein eigenes Schiff kümmern muss, sondern die Spotting-Perspektive oder die Zuschauerperspektive hat, kann er jetzt natürlich perfekt Kommandos geben und sagen, hier, mach mal das und das und das und das. Rixxat in der Mitte wird jetzt unter Beschuss genommen von drei Schiffen. Das ist ja nicht fair. Was ist denn mit euch los? Oh je, ich glaube, Rixxat geht raus, wenn er nicht sofort zugehen kann. Er ist zu, er ist zu, er ist zu, er ist zu, aber es kommen noch Salben angeflogen. Glück gehabt, sehr gut, sehr gut. Ist zu. Wie sieht's jetzt hier aus? Stalingrad, Daring, Bogon gegen die Kremlin. Venezia, Kalt, zieht sich zurück. Versucht gar nicht mehr hier gegen die Des Moines zu kämpfen. Es laufen noch Torpedos.
Aber dem wird er ausweichen. Ach nee, die sind sogar ausgelaufen. Auf der anderen Seite wurde jetzt wieder Druck gemacht von der Goliath, von Apipolai und von der Hindenburg. Jetzt zeigt er Breitseite und nimmt natürlich Zitadell-Treffer, oder? Von der Nevsky. Ich weiß, ist schwer zu sagen, ob das einfach nur ganz normale Pennets waren, ganz viele, oder ob das auch noch ein Zitadell-Treffer mit dabei war. Sowohl als auch, könnte beides möglich gewesen sein. Jetzt müsst ihr mal gucken, dass ihr diese Nevsky da draus schießt. Hindenburg und Goliath, ihr müsstet das gemeinsam eigentlich schaffen, dieses Schiff da draus zu bekommen. Da kommt noch eine Salve von der anderen Seite angeflogen. Oh, schön gemacht. Das war, glaube ich, Old Dirty Dastard in seiner Vogon, der da einmal mit AP gewirkt hat. Nimmt jetzt selber aber extrem viel Schaden durch die Des Moines, die da natürlich locker durch die 32mm Panzerung der Vogon durchkommt. Und auf Dauer, oh, die Torpedos laufen zum Glück vorbei. Kann die Vogon sich nochmal zurückziehen? Kann sie das überleben? Das ist die Frage. Blinde Salve in den Nebel auf die Des Moines. Aber sie lebt noch. Sie hat kaum was genommen. Venezia, Obacht, da sind Torpedos. Ausweichen. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Oh yes, yes, yes. Jetzt versucht hier Trio Death reinzufahren. Nimmt eventuell sogar noch ein Torpedo mit. Muss ausweichen. Versucht selbst zu torpedieren. Aber jetzt muss das doch klappen, Leute. Ihr seid zu zweit hier. Doppelkreuzer. Gegen einen und unsere Bourgogne wurde tatsächlich abgefackelt und rausgeschossen. Ihr müsst zusammen das doch schaffen, diese Kleber herauszunehmen. HE drauf und gib ihm. Der kann euch doch jetzt hier nicht wegrushen. Go live, let's go. Oh, die Streuung sieht einfach so gar nicht gut aus für unser Team. Was auch immer das für ein Angriff gerade ist, der hier kommt. Torps laufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die sind gut, die Torps. Die sind gut. Damit geht jetzt hier die Kleber auf jeden Fall raus. Ausweichen sollte kein Problem sein. Wenn die Hindenburg das Hydro anhat, sieht sie die auch rechtzeitig. Damit ist der Kreuzer raus. Alle drei Caps gehören Pepega. Aber das hat noch nichts zu bedeuten. Noch nicht viel. Rixet kämpft jetzt hier gegen die Kleber, die anscheinend gespottet ist durch das Radar der Stalingrad, weil sie selber kann ihn ja hier nicht unbedingt spotten. Ah, jetzt ist er zu. Möglicherweise war das gerade kurz an. Ist nur eine Vermutung. So, jetzt greifen die aber auch wieder zurück an, ne? Jetzt kommen die wieder zurückgefahren. Die Stalingrad kann hier nicht mehr abdrehen. Die muss jetzt head-on aushalten und überleben. Die Daring, immer noch full life, versucht hier selber immer wieder Torpedos zu schmeißen auf die Kremlin, auf Sniping Cat. Die Venezia muss schauen, dass sie da... Oh, ja, jetzt müsst ihr gucken, dass ihr diese Des Moines dort oben rauskriegt. 23.000 HP. Die Somers pusht jetzt hier auch knallhart rein. Ah, da kommen die Torpedos. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben die Caps, alle drei. Oh nein, die Daring nimmt jetzt hier auch noch die Torps mit und stirbt. Das darf nicht wahr sein. Oh mein Gott, das kann nicht ein Full-Life-DD, der verloren geht. Nein. Die Torps von CVs are in a fine state, sind so lucky, die kommen immer an. Erst die Venezia in der Breitseite erwischt, jetzt den Zerstörer in der Breitseite erwischt. Jetzt stirbt unsere Stalingrad raus. Als ob sie das jetzt noch gewinnen werden, das kann doch nicht wahr sein. Komm schon, Rixet, du musst diese Kleber rausnehmen. Die darf nicht überleben. Schön, hat er, aber selber am Leben bleiben, selber am Leben bleiben. Schön, Stalingrad, fast raus. Venezia, kalt. Kann gegen die Des Moines dort oben nichts unternehmen. Oh nein, die Kremlin hat unsere Rixet noch rausgeschossen. Oh, da, Leute, das ist gar nicht gut. Ihr müsst hier oben auf jeden Fall die Nevsky rausnehmen. Ihr müsst die Nevsky rausnehmen und dann müssen wir das über die Punkte vollends gewinnen. Apipolai und Hindenburg, an euch liegt das jetzt. An euch und an Kalt. Kalt darf nicht überleben. Kalt darf nicht sterben. Kalt muss überleben, Kalt darf nicht sterben. Die Des Moines muss noch rausgehen. 1 Minute 13, aber die Zeit wird wieder zurückspringen, sobald die Stalingrad raus ist. Oh, Venezia, du musst das überleben. Aber am besten noch Schaden machen. Auf die Des Moines, damit die rausgeht. Ah, schade. Oh mein Gott, der hat noch 1338. Der hat nichts mehr. Aber jetzt sieht er ihn nicht mehr. 1 Minute 25 am Leben bleiben, Venezia. 1 Minute 25 am Leben bleiben. Andere Seite sieht gut aus. Ah, jetzt zieht er sich zurück.
Der Aufklärer bringt ihm aber nicht viel, weil die Dämonen zu weit weg ist, damit der Aufklärer den spotten kann. Die müsste relativ nah rankommen. Ich glaube, die muss sogar noch näher rankommen, als sie Radar-Range hat, die Dämonen. Ist die Frage, traut er sich wirklich mit seiner Desmo hier ranzufahren? Oh, das ist super, super eng, die Kiste, Leute. Trotzdem, selbst wenn die Venezia rausgehen sollte, denke ich, dass sie das immer noch nicht so schnell gewinnen können. Im Reef. Jetzt müsste die Dämonen offen sein. SAP ist hoffentlich geladen. Salve ist raus. Damit geht Philippus Reef raus. Und Team Pepega gewinnt. Ah, sehr schön gemacht. Ich bin stolz auf euch, Leute. Stolz! So, Leute. Und damit sind wir in der nächsten Begegnung, im nächsten Best of Three. Heute zur WoWS Team League. Es treten an das Team PPGA, Private Penguins Grand Armada, gegen SUTD, Stats United, vom Streamer Stats Blog. Und wir schauen uns ganz schnell die Aufstellung an. Auf unserer Seite haben wir Retired Old Dirty Dastard in einer Gremlin. Wir haben Rixit in einer Demoy. Wir haben Lulu Snail in einer Minotaur. Wir haben Apipolai in einer Goliath. Hindenburg mit Salgado. Kalt in einer Venezia. Hulk Smash Elite in einer Stalingrad und Scorpion Fly 12 in einer Daring. Auf der Seite der Herausforderer von Stats Bloke haben wir Hiro 016 in einer RLP Yamato. Wir haben Death Scout 44 in einer Des Moines. Uwu Hit Me Daddy in einer Des Moines. Und Reunited in einer Salem. Wir haben Shishiro Botan in einer Goliath. El Snackman in einer Venezia. Applied Mechanics in einer Stalingrad und Choice Arena in einer Kleber. Und damit beginnt das Gefecht. Und hoffentlich der erste Sieg für unser Team. Oh, ich habe vor allem die Kamera falsch rum aufgestellt. Grün ist links, rot ist rechts. Okay, so wie es aussieht, wird unser Team priorisiert in Richtung Alpha und Bravo. Mit der Ausnahme von zwei Schiffen, Stalingrad und Hindenburg, die nach Charlie fahren. Dort kein Zerstörer von uns. Und auf der Seite von Stats Blog haben wir vier Schiffe, die in die Richtung fahren. Mit eingeschlossen die ARP Yamato. Die aber vermutlich auch eher in dem Bereich sogar bleiben wird, wo sie jetzt auch schon steht. Das heißt, es wird links ein bisschen Action geben. Hoffentlich schnelle Action. Denn diese Seite wird nicht allzu lange überleben. Dort, die Stalingrad ist jetzt auch aufgegangen. Wird auch schon beschossen von der AP Yamato, wie es aussieht. Und das war ein minimaler Schaden. Kein Problem für unser Team. Serino versucht vielleicht rückwärts in den C-Cap reinzufahren dort oben. Ist das eine Silber-Camo? Fahren die alle mit einer Silber-Camo rum? Nee, nicht alle. Applied Mechanics in seiner Stalingrad auf der Position, um in diese Richtung wirken zu können. Nur gut, dass hier nicht so viele sind von uns. Das heißt, dieses Team, die Taskforce hier drüben, kann ein bisschen aggressiver reinfahren. Solange er hinter der Insel sitzt. Das sind ja nur die Des Moines, Goliath und Salem. Da bin ich mal gespannt. Oh je. Hulk Smash muss gucken, dass er da ganz schnell wieder wegkommt. Das geballte Fokusfeuer von 5 Schiffen ist dann doch zu viel. Auf Dauer. Vielleicht sogar von 6 Schiffen, wenn der Demoy noch ein bisschen nach hinten fährt und mitmacht. Oh je, die Hälfte der HP ist schon weg. Sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Und die SAP macht wieder ordentlich Schaden. Da kommt noch eine Salve von der Stalingrad hinterher. Geht aber drüber. Mal gucken, ob er zugehen kann. Noch brennt die Stalingrad. Noch ist sie offen. So, unser Team weiß jetzt, da steht eine Salem oben, eine Goliath und eine Demoy. Und möglicherweise wissen sie auch, dass die Stalingrad hinter der Insel sitzt. Wenn von dort immer Schüsse angekommen. Ankommen, angeflogen kommen. Schöne Salve auf die Goliath hier. Schön getroffen.
Jetzt muss von hier aus richtig Druck gemacht werden. Von der Goliath, von Apipolai und von Kalt. Jetzt müssten sie ja eigentlich mehr oder weniger wissen, wo wer schon steht, oder? Wir können mal kurz die Perspektive unseres Teams uns angucken. Yamato, was wissen sie? Sie wissen, hier ist die Kleber. Sie wissen, da hinter der Insel muss was stehen. Und da muss was stehen, theoretisch. Ob sie die Information weitergeben, die Des Moines hier offen, ist eine andere Geschichte. Die Stalingrad muss sich einfach aber immer weiter nach hinten zurückziehen. Die hat wieder ordentlich eine einstecken müssen. Die Hindenburg wird auch gerade rückwärts an den Cap ran. Jetzt kommt die Minotaur. Lulusnail. Oh, das könnte interessant werden. Wenn er da gleich mit Radar arbeitet. Er muss aber aufpassen, dass er nicht von der Stalingrad her weggenutzt wird, gell? Das ist sehr gefährlich. Hit me daddy! In seiner Des Moines sitzt da hinter seiner Insel und ist auch schon in Radarreichweite. Gleich, jetzt, hier ungefähr, ja. Rebert ist offen. Hat auch angefangen zu schießen. SAP auf die Hindenburg, das wird wieder wehtun. Wieder 7000. Eieiei, Leute, das ist zu viel HP, die da verloren geht leider gerade. Jetzt kommt Lulusnail und versucht auf die Kleber zu wirken. Ist auch nah dran. Kann er da vernünftigen Schaden anbringen? Leider steht die Kleber halt mit dem Heck zu Lulu. Und das macht es ein bisschen schwierig. Was aber auch super gefährlich ist, ist die Stalingrad und die Des Moines dort oben. Versucht er jetzt hier wieder zu beschleunigen oder an die Insel? Ja, versucht wegzufahren und wieder zuzugehen. Aber es war guter Damage mit dabei. 12.800 auf den Zerstörer. Kann er auch nicht mehr so hochheilen. Ja. Das passt. Andere Seite. Jetzt wird hier Druck gemacht. Kalt und Apipolai geben Gas. Jetzt wissen sie nämlich auch wirklich, wo die ganzen Schiffe stehen. Sie wissen, sie sind hier komplett in der Überzahl. Die rechte Seite muss nur noch verzögern. Stalingrad kommt jetzt hier reingefahren, langsam aber sicher. Vor der Kremlin, vor Retired Old Dirty Dastard. Schießt ihm durch die Türme durch. Oh, oder durch die Nase. Nee. Dazu sollte er nicht in der Lage sein. Den Turm hat er beschädigt. Er hat den Turm versucht zu neutralisieren erstmal. Und seit einer Weile machen Penhits in die Türme, in die Module, ebenfalls Schaden. Weshalb da auch so viel bei rumkam gerade. So, Venezia und Goliath. Kalt und Apipolai. Weiter am Angreifen. Auf die Stalingrad jetzt hier. Wie sieht's hier oben aus? Ihr habt euch zurückgezogen. Hulk Smash und Salgado. Sieht gut aus. Punktetechnisch liegt das andere Team vorne. SUTD. Aber nur ganz, ganz knapp. Die größere Frage stellt sich jetzt eben, oder die sie stellt ist, wird unser Team durch das Positioning, das es jetzt gerade aufgebaut hat, eher dazu in der Lage sein, den Feind herunterzuschießen, die HP zu rauben und dann die Schiffe zu versenken, oder wird das Team von Stats Blauk anfangen, jetzt deutlich mehr Schaden zu machen wieder? Aber ich denke mal, von der Position, die wir jetzt gerade haben mit unserem Team, PPGA, gerade diese Frontlinie hier vorne, gegen diese Schiffe, wird unser Team hier gewinnen. Glaube ich zumindest. Weil sie jetzt hier auch mehr oder weniger im Kreuzfeuer drin steht. Die Des Moines, Death Scout, wird von der Goliath unter Venezia angegriffen. Frage, ob sie noch offen ist. Guck mal, jetzt kann hier Lulu mit seiner... Oh shit. Vorsichtig, vorsichtig, nicht rausschießen lassen. Lulu versucht hier gerade auch auf die Des Moines zu wirken und auf die Kleber. Und wenn Lulu es schafft, weiter auf die Des Moines wirken zu können, so. Mit der AP, die da reinkommt. Dann stirbt die Des Moines relativ schnell raus. Ja, geht weiter, geht weiter. Ist noch ein bisschen zu tief im Wasser. Ein bisschen mehr die Aufbauten müssen getroffen werden, dass da Schaden bei rumkommt. Jetzt beschleunigt er wieder, jetzt muss Lulu anpassen. Die Frage... Des Moines ist offen. Wenn die Des Moines offen ist und die Goliath wirken kann, ich hoffe mal, er kann hier wirken. Hat AP hoffentlich auch geladen. Es ist HE tatsächlich. Schade. Hat selber jetzt einstecken müssen, sehr viel. Oh, das hätte mit einer vollen AP-Salve in die Seite der Des Moines sogar das Ende von der Des Moines sein können. Aber es sieht noch gut aus soweit. AP-technisch jetzt mehr als ausgeglichen. Wir sind sogar vorne. Der Feind verliert noch mehr HP als wir. So, die Des Moines wird dort aus dieser Situation tatsächlich wieder rauskommen können. Jetzt wird aber die Kleber angegriffen von Lulu nochmal. Stalingrad oben schießt auf irgendjemanden Position bei der Goliath aus. Dort wird weiter Stress gemacht.
Reunited immer noch an der Seite mit seiner Salem. Also weiter vordrücken ist schwierig dort. Punkte technisch ganz, ganz dicht beieinander. Oh nein. Oh nein, das war gar nicht gut. Lulu wurde gerade von der Venezia getroffen. Venezia hat eine sehr schöne El Snackman hier. Oh ja, ja, ja. El Snackman snackt sich halt hier auch wirklich immer die besten Ziele raus. Oh, das ist gefährlich. Gefährlich, Lulu. Ist Lulu offen? Ist immer noch offen. Wird jetzt auch wieder von der Kleber beschossen. Aber er muss super aufpassen, dass er nicht zu weit vorfährt, dass er aber auch nicht zu weit nach hinten fährt. Aber es könnte sein, dass er so erstmal in Deckung steht. Jetzt nebelt sich die Venezia ein. Sieht gut aus. Okay, Lulu hat eine gute Position so. Gut, in Anführungsstrichen. Oh, jetzt ist die Daring offen und wird unter Beschuss genommen von der Salem, von der Stalingrad, von der Des Moines. Kann er das überleben? Auf lange Sicht? Oh je, Leute. Das ist so eine festgefahrene Situation gerade. Das ist echt schwierig. Oh, ich sehe gerade, in der Mitte passiert was. Rixit fährt jetzt hier langsam auf die Kleber zu. Hat ihn aufgemacht. Versucht eventuell gleich so weit fortzufahren. Und er kann das sogar riskieren. Er müsste das sogar riskieren können. Ich frage mich, ob er offen ist. Er ist nicht offen. Die Kleber zieht sich jetzt zurück. Weil hier diese Inseln oder diese Steine im Wasser waren, hätte er sogar noch ein bisschen nach vorne fahren können, um auf die Kleber zu wirken. Man muss jetzt aufpassen, dass er hier nicht von... Oh, aber guck mal hier. Hit Me Daddy ist auch super breit. Wenn er aufgehen sollte, kann er mit seiner Des Moines, kann Rixit auf diese Position arbeiten. Er kann auf die Des Moines wirken. Wirklich? Über diese Inseln drüber? Teilweise ja. Das reicht aber nicht aus. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Die Daring hat das überlebt. Reunited hat reingepusht. Wird jetzt aber selber hart unter das Feuer genommen. Von der Goliath, von der Venezia. Eventuell schießt die Daring sogar selber noch mit drauf. Yep, Daring schießt sogar selber noch mit drauf. Da muss jetzt gemeinsam was kommen. Obacht, Salve von dort oben. Glück gehabt, war nicht zu viel Schaden. Aber es könnte sein, dass die Salem gleich rausgeht. Brennt sie? Nein, sie brennt nicht. Ist jetzt... Sie ist zugegangen, ne? Ja, sie ist zugegangen. Schade. Schade, 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 schade. Wie sieht das hier in der Mitte aus? Jetzt ist Rixit tatsächlich vorgefahren, um hier die Kleber anzugreifen. Muss jetzt aufpassen, dass er nicht die Torpedos nimmt. Fährt wieder zurück. Wie sieht das mit Lulu aus? Lulu steht hier hinten, hat sich auch zurückgezogen. Auf von der Position, eine andere Position eingenommen. Vielleicht schießt er auch gleich nochmal auf die Kleber. Hier oben, die Hindenburg, muss ich wieder nach hinten begeben. Ist zu nah dran. Jetzt ist Hulk Smash wieder rangefahren. Mit der Spitze zum Feind. Goliath hat die Salem rausgeschossen. Sehr schön gemacht. Apipulai mit der Goliath die Salem raus auf dieser Seite. Erstmal ein guter Schritt in Richtung Sieg auf dieser Karte, in diesem Gefecht. Aber noch bei weitem nicht zu Ende das Match. Das ist ein sehr, sehr knappes Ding. Rixit in der Mitte, wenn er unter Fokusfeuer gerät, könnte relativ schnell rausgehen. Die Stalingrad ist jetzt zu weit vorgefahren. Applied Mechanics kann ihm in die Seite schießen, was gar nicht gut ist. Absolut nicht gut. Er verliert die Hälfte seiner HP jetzt durch diese Aktion, dass er zu weit vorgefahren ist. Eieieiei. Die Yamato schießt, glaube ich, ebenfalls auf die Stalingrad. Er muss sich jetzt wieder hochheilen. Die Hindenburg darf nicht aufhören zu schießen. Aber das ist auch riskant, wenn die Venezia nämlich El Snackman mit SAP weiter auf die Hindenburg ballert. So viel habe ich ja da nicht mehr. Die Stalingrad ist auch fast raus. Allein, weil er ein bisschen zu weit vorgefahren ist. Und die Des Moines in der Mitte wird ebenfalls unter Fokus vollgenommen. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Das kann sich so schnell ändern. Dammit. Nicht gut. Goliath schießt mit AP in die Seite von Rixit. Eventuell geht er damit gleich raus. Er versucht jetzt hier noch irgendwie so viel Schaden wie möglich auf die Kleber zu machen. Die anderen Schiffe, die können hier gerade nichts machen. Die wirken auf kein einziges Schiff. Und damit gibt das natürlich dem Team von Stats Bloke wieder die Möglichkeit, hier die Führung zu übernehmen. Schöne Salve auf die Venezia jetzt hier nochmal an der Stelle. Aber ich glaube auch unsere Stalingrad, Hulk Smash, wird jetzt rausgehen. Yep, ist raus. 5600, 5200. Hindenburg, oh, Lulu muss vielleicht versuchen, irgendwie die Venezia, die Salve, die könnte eventuell noch ankommen und El Snackman rausnehmen, das wäre super wichtig. Oh, jawohl, jawohl, er ist raus, sehr gut, immer ein 1:1 Trade. Jetzt haben wir oben die Goliath, Shishiro Butan, der eben massiv eine einstecken musste. Die Daring fährt hinterher und spottet sie. Jetzt ist hier der Superheal zwar an, aber Apipulai gibt Gas und versucht ihn vorsichtig hier rauszudrücken. Kalt 2, immer noch ziemlich weit hinten. Retired Old Dirty Dastard, wieder bereit zu schießen auf die Goliath. Und jetzt bin ich gespannt. Wird er es schaffen, ihn rauszunehmen? Nein,
Er hat zu weit hinten hingezielt. Möglicherweise damit gerechnet, dass er vielleicht abbremst in seiner Go-Life. Die Daring verfolgt nach wie vor dieses Schiff, damit es auf keinen Fall zugehen kann. Apipulai muss jetzt aufpassen, dass er sich aber auch nicht in eine Falle locken lässt und von rechts hier beschossen wird. Er könnte theoretisch auf diese Position fahren und dann gegen die Goliath wirken. Weiterhin. Punkte technisch liegt jetzt das Team von Statsblock vorne. Ganz knapp. Genauso wie die HP oder bei den HP. Die Hindenburg hat vielleicht noch einen Heal, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch gar nichts mehr hat. Mit ein bisschen Pech. Oh, vorsichtig, Lulu. Vorsichtig. Er fängt jetzt gerade hier an zu schießen auf... Oh nein, das... Oh. Beschleunigen, beschleunigen. Anwinkeln, rausdrehen. Hat versucht, ein bisschen Schaden zu machen auf die Stalingrad. Hat selber auch nochmal Torps geschmissen dort in die Mitte. Muss jetzt versuchen zuzugehen. Da kommt die nächste Salve von der Stalingrad. Lulu, vorsichtig! Kann er zugehen? Und da kommt der Heal. Konnte zugehen. Jetzt haben wir hier in der Mitte Retired Old Dirty Dastard. Ah, wenn jetzt die Klebeer aufgehen könnte. Wenn jetzt jemand die Klebeer aufmachen könnte. Dann könnte Retired Old Dirty Dastard mit einer Salve die Klebeer rausnehmen aus dem Spiel. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Arcap gehört nach wie vor uns. Die Goliath hier oben, Apipulai und Kalt fahren jetzt beide näher ran. Ich weiß nicht, auf wen sie jetzt gehen werden. Auf die Des Moines? Die Kleber ist offen. Die Kleber ist aufgegangen beim Schießen kurz, aber die Salve ging daneben von Old, Retired Old Dirty Dastard. Und jetzt steht er unter Fokusfeuer. Und der wird das auch nicht allzu lange durchhalten. Vielleicht fährt er jetzt auch hier vorne an diese Insel ran. Damit er von rechts nicht mehr beschossen werden kann. Von der Yamato nicht mehr beschossen werden kann. Und kann dann hier auf die Stalingrad und die Des Moines wirken. Aber das Problem ist, bis er hier ankommt, zeigt er zu viel Breitseite. Wenn er jetzt hier so einen Turn reinnimmt, kann die Yamato wahrscheinlich immer noch auf ihn wirken. Und dann sind das einfach 5 Schiffe, die auf die Kremlin schießen. Leute, ihr müsst von links jetzt Druck machen. Ihr müsst massiven Druck jetzt aufbauen. Kalt, Goliath, ihr müsst da sofort ranfahren. Eieieiei. Schöne Salve auf die Goliath. Noch 8000 hat er. Wenn jetzt Retired Old Dirty Dastard das erkennt und ebenfalls auf die Goliath schießt und eine gute Salve landet, vor allem auch nochmal mit der Venezia oder der anderen Goliath, dann ist er hier gleich raus. HE-Salve fliegt und damit ist die Goliath raus. Sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Aber unsere Kremlin, wie gesagt, überlebt das einfach nicht lange. Das Fokusfeuer. So, die nächste Salve geht auf die AAP Yamato. Leider nicht auf die Stalingrad. Da müsste jetzt die Goliath ein bisschen weiter nach oben fahren noch. Kannst du denn diese Stalingrad noch nicht mit AP in der... Jetzt Stalingrad mit AP in der Seite, Goliath. Mit deinem Kaliber müsstest du eventuell sogar durchkommen. Venezia schießt mit AP. Ja, auf die Distanz. Komm, 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 komm. Jawohl, 3000. Jetzt hält er sich hoch. Goliath, du musst jetzt schießen. Goliath, wo bist du? Apipulai, wo bist du? Zu spät. Apipulai, ich weiß nicht, ob Apipulai gerade geschlafen hat, leider. Aber er hätte die ganze Zeit schon auf die Stalingrad wirken können. Und damit die Stalingrad rausnehmen. Jetzt haben sie diese Chance verpasst und vertan. Und jetzt weiß ich nicht, wie sie das noch machen wollen. Die Stalingrad hätte rausgehen müssen. Weil dadurch noch 2 Minuten 30 werden gespielt. Oder jetzt die Des Moines. Eins von beidem. Entweder Stalingrad oder Des Moines. Und es darf kein verbündetes Schiff rausgehen. Lulu müsste jetzt vielleicht auch nochmal gleich auf die Des Moines wirken. 10.000 HP hat sie noch. Ja, Lulu versucht es vielleicht sogar gleich. Oder geht auf die Stalingrad. Er spottet hier die Des Moines. Jetzt geht's. Ja. Feuer auf die Des Moines. Komm schon, Lulu. Du kriegst das hin. Lulu, du kriegst das hin. Wir glauben an dich. HE von der Goliath noch hinten drauf. Oh, wieder nicht getroffen. Schade. Jetzt fängt die Daring an mitzuschießen. Sehr wichtig, sehr wichtig. Sehr wichtig. Ja. Weitermachen. Komm, Fokus. Komm schon, Daring. Alles, was du hast jetzt drauf. Und treff die Aufbauten. Mach das jetzt.
Holt euch diese Des Moines! Jawohl! Und dann die Stalingrad. Alle gemeinsam. Wir sind jetzt punktetechnisch nämlich vorne. Vorsicht, Goliath. Ich denke, die Goliath wird jetzt noch rausgehen von uns, aber vielleicht schafft sie es noch, die Stalingrad mit einem Trade mitzunehmen. Nein, die Venezia steht breit. Kalt. Oh nein, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Oh, Venezia muss jetzt wegfahren. Einfach wegfahren, Venezia. Am Leben bleiben, weil sie werden es auf keinen Fall schaffen, diese Yamato rauszuschießen. Hindenburg muss eigentlich aufhören zu schießen. Du darfst nicht mehr kämpfen, Hindenburg. Oh, oh nein. Wir dürfen die Hindenburg nicht verlieren, weil wir verlieren oben auch die Goliath gleich. Bleib am Leben, Hindenburg. Bleib am Leben. Er versucht ja wirklich noch, diese Kleber rauszuschießen. Warum hat er denn nicht aufzuschießen? Ist er noch... Ist er in Spotting Range? Hat er vielleicht ein Bild drauf, dass er gar nicht zugehen kann? Möglicherweise. Oh, das ist nicht so gut, Leute. Oh nein. Lulu ist auch offen. Zeigt Breitseite. Oh, hat er noch einen Heal übrig? Die AP ist gefährlich. Komm schon. AP Yamato hat jetzt die Goliath rausgenommen. Es muss die Kleber sterben. Die muss sterben. Oh, sehr schön gemacht. Kleber ist raus. Wunderbar. Jetzt noch am Leben bleiben. 18 Sekunden lang. Lulu, einfach am Leben bleiben, Lulu. Einfach am Leben bleiben. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Es sind zwei feindliche Schiffe noch. Und die Hindenburg ebenfalls. Am Leben bleiben. Oh mein Gott. Sal Salgado. Tanz. Nein. Aber trotzdem. Alles noch gut, alles noch gut. Wir haben gewonnen. Oh, wenn jetzt noch ein Schiff rausgegangen wäre. Sei es Lulu oder oben die Venezia, irgendjemand gewesen. Alter Walter, war das eng. Und das hat irgendwas an den Einstellungen verballert. Ja, das ist merkwürdig. Gut, das Mama, Panel Scale. Junge, 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 Junge. So. Warum auch immer? Hey, gab's einen Mini-Patch vielleicht sogar? Gerade? I don't know. Auf jeden Fall. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Gefecht der Begegnung Pepega gegen SUTD. Private Penguins Team gegen das Team von Stats Bloke auf der Karte Norden. Und wir haben auf der Seite von Pepega Retired Old Dirty Desert in einer Kremlin. Wir haben I Am Lulu Snail in einer Des Moines. Wir haben Sal Salgado in einer Hindenburg. Wir haben Apipolai in einer Venezia, genauso wie Kalt. Und Hulk Smash in einer Stalingrad erneut. Scorpion Flight 12 in einer Daring. Brexit in einer Kleber. Und auf der Seite von Stats Blokes Team, SUTD, haben wir Hero 016 in einer Kremlin. Wir haben Choi Sorino in einer Des Moines. Wir haben Death Scout in einer Salem. Wir haben Applied Mechanics in einer Moskwa. ML Snackman in einer Nevsky. Hit Me Daddy in einer Nevsky. Reunited in einer Maso. Und Shishiro Botan in einer Harugumo. Und in der Mitte geht's direkt zur Sache. Da wird die Maso schon angegriffen. Reunited genauso wie Rickset. Die pushen beide gleichzeitig auf den Charlie Cap zu. Oh, das ist gar nicht so gut. Ai. Rickset fährt direkt so hin, dass er noch Torpedos nach links schmeißen könnte, falls er versucht hier rumzufahren. Aber die Frage ist, wer von den Teams kann jetzt welches Schiff attackieren? Wer kommt an die Maso ran? Die Venezia kommt an die Maso ran. Apipolai Salve fliegt und möglicherweise geht Reunited raus. Die nächste Salve kommt von der Hindenburg. Aber Rickset überlebt vielleicht ganz knapp, wenn Maso rausgeht. Ah, nee, ich glaube eher, dass Choi Sorino gleich... Also es geht direkt los zum Start. Was ist denn hier los? Die Maso muss weg. Wenn die Maso das überlebt... Oh, 1:1 Trade. Beide DDs erstmal raus. Allerdings hat das Team von Pepega, unser Team, hat noch einen Zerstörer übrig, eine Daring. Jetzt haben sie hier in der Mitte Choi Sorino an die Insel rangepackt, was vielleicht nicht die beste Position ist, um von dort wieder wegzukommen, wenn jetzt nämlich Kalt außen rumfahren kann, um auf die Des Moines zu wirken, vielleicht Lulu Snail sogar noch, dann könnte es sein, dass Choi Sorino hier in Gefahr kommt. Vor allem könnte sogar die Daring versuchen, hier ranzufahren, um von hier aus die Torps auf die Des Moines zu schmeißen. Es sind sehr, sehr viele Radarschiffe auch unterwegs. Und ich muss mal ganz kurz die Musik ändern. Das haben sie nämlich irgendwie auch nicht gespeichert. Musikmodus Original. Weil dynamisch funktioniert im Zuschauermodus nicht. Das ist mir dann zu langsam, zu träge. Oh nein! Sal Salgado!
hat nur noch 22.000 HP. Er stand anscheinend zu breit und Hiro hat seinem Namen gerade alle Ehre gemacht, wurde zum Helden und hat hier fast die Hindenburg aus unserem Team rausgeschossen. Ich denke, dass es er war. Wir haben es nicht genau gesehen, aber ich spekuliere, dass die Salbe von ihm kam. Jetzt ist die Daring reingefahren in den Cap, versucht hier Torps zu schmeißen. Oh je, Daring. Scorpionfly, ich hoffe, du kommst hier noch weg, ohne dass du zu viel HP verlierst. Torpedos laufen auf jeden Fall auf die Position der Dämonen, aber irgendwie nicht so, wie ich es gedacht hatte. Hier vorne an die Position hätte ich jetzt nicht unbedingt Torpedos geschmissen, weil die Dämonen mit Sicherheit nicht hier vorgefahren wäre. Wegen der Kremlin. Nimmt sie ein Torpedo? Sie nimmt gar kein Torpedo. Das heißt, diese Aktion hat absolut nichts gebracht. Hat nur HP gekostet. Und das ist fies. Das ist böse. Das ist böse. Und es kostet nach wie vor HP, weil sie immer noch offen ist. Jetzt ist sie zu. Jetzt hat sie noch 6.900 HP. Sie schießt immer noch. Joyce Arena schießt immer noch in die Richtung der Daring. Macht er gut. Und er trifft ihn nach wie vor. Lind. Salem oben hat ein bisschen was einstecken müssen. Jetzt, oh, er wird immer noch beschossen. Scorpionfly, du musst gucken, dass du da jetzt endlich aus diesem Bereich rauskommst, dass er da nicht weiterschießt. Vorsichtig, Lulusnail. Die Salben fliegen jetzt auf Joyce Serena. Oh, meine Güte, die Venezia hat oben auf die Harugumo geschossen. Die ist da einmal ganz kurz offen gewesen. Hat selber versucht, jetzt Torpedos zu schmeißen. Bleibt die Harugumo offen? Kann er noch einmal drauf wirken? 8500 HP hat er noch in seinem Zerstörer. 5.700. Eine Salbe, die... Na, wo schießt er denn hin? Oh nein, wo sind denn die Schüsse hingegangen? Da steht doch gar kein Schiff mehr. Apipolai, was war denn das? Willst du die Runde schon wieder viel spannender machen oder was? Es kann aber auch sein... Nee, er ist immer noch offen, oder? Nee, er war zu. Sorry. Mein Fehler. Ich glaube, die Harugumo war zu. Ich glaube, er hat versucht, noch auf die letzte Position zu schießen. Er hat die nicht mehr gesehen, Leute, okay? Das ist so die... Das ist das... Was gerade passiert ist, denke ich mal. Oh je. Na, jetzt bräuchten wir einen Spot auf die Harugumo. Jetzt fängt die auch sich an, einzunebeln und dann zu schießen möglicherweise. Sollte aber der Venezia sogar helfen. Wenn er sich einnebelt und kein Spot mehr landet, kann die Venezia zugehen. Es sei denn, sie brennt auch nicht mehr. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Sieht nicht gut aus für unser Team gerade. Nicht unbedingt gut. Die nächsten Torpedos laufen. Hier, Choice Arena ist bald raus, wie es aussieht. Wenn da noch gute Torpedos laufen und treffen. Lulusnail macht hier ganz gute Arbeit auf Choice Arena, genauso wie Kalt mit der SAP. Jetzt ist die Daring wieder aufgegangen. Daring, du musst gucken, dass du wegkommst dort vorne. Du darfst auf keinen Fall sterben. Dich als Zerstörer braucht das Team auf jeden Fall hier drüben noch. So, die Torpedos laufen. Da ist leider eine riesen Lücke. Aber wenn die nicht auslaufen, wie weit ist er weg gewesen? Oh, es könnte sein, dass die gleich kurz vor dem Ziel auslaufen. Oh, zwei Torpedos nimmt jetzt Hiro und blockt für seinen Kreuzer, der allerdings rausgeht durch Lulusnails und Kalts Fokusfeuer. Und Hiro nimmt auch nochmal zwei Torpedos, hat ein Flooding und ist jetzt natürlich erstmal an dieser Stelle gebeached. Und steht jetzt dort, leicht angewinkelt, aber nicht gut genug, um der SAP entgegenzuwirken. Und wenn jetzt die Salven anfliegen von Lulu und von der Venezia von Kalt, dann wird Hiro relativ schnell rausgehen auf Dauer. Die Kremlin hier vorne steht direkt neben der Kremlin. Also, ne, hier. Retired Old Dirty Dastard. Neben Hiro. Kann ihn aber nicht X-Ray spotten. Ist zu weit weg. Die Daring muss also Licht machen. Er schießt jetzt aber hier mit seiner Hauptbatterie auf die Moskau. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Viel wichtiger jetzt mal gerade. Apipolai, 5.900. Konnte sich jetzt einnebeln und abhauen. Und versucht am Leben zu bleiben. Schafft er es? Kein Brand? Sieht gut aus. Bleibt erstmal zu. Die Hindenburg zieht sich zurück. Die linke Seite muss wirklich Druck aufbauen. Sie müssen schauen, dass sie ganz schnell diese drei Schiffe hier rausnehmen. Oh mein Gott! Von hinten kommt einfach Hulk Smash Lead mit seiner Stalingrad angefahren. Ganz vorsichtig. Sneakt er sich hier ran an Hiro. Kann ihn eventuell von hinten gleich attackieren. Wisst ihr, was jetzt, glaube ich, Hiro im Kopf vorgeht? Ich denke, Hiro versucht jetzt fortzufahren und Retired Old Dirty Dastard rauszurammen. In einem 1:1. So, dass sein Schiff auf jeden Fall noch ein anderes Schiff mitnimmt. Weil wenn er hier stehen bleiben würde, würde der rausgeschossen werden. Ah, Lulu, vorsichtig. Ihr könnt euch... Oh, ihr müsst dort mithelfen. Hulk Smash traut sich nicht, noch weiter fortzufahren. Bleibt jetzt erstmal stehen. Können sie ihn überhaupt sehen? So wie er da steht? Sie müssten ihn sehen können, ja.
kann Hulk Smash. Er schaut nach rechts, er schaut auf die rechte Flanke. Er schaut auf die Harugumo, er schaut auf die Nevsky. Versucht dort gleich die Nevsky mit anzugreifen. Gar nicht mal hier vorne die Moskwa, die jetzt fast schon raus ist. Aber das ist genau das. Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Jetzt wird hier gleich der Ramkill stattfinden. SAP noch auf die Moskwa. Moskwa ist raus. Die AP-Salve zurück auf Kalt, aber an ihm vorbei. Oh, oh. Nee, Stalingrad konnte keinen Schaden machen auf der El Snackman. Die Hindenburg El Salgado versuchte noch mitzuhelfen, den Ramkill zu verhindern auf die Kremlin. Jetzt ist die... Ja- oh, Harugumo ist offen. Harugumo ist aufgegangen. Stalingrad fährt jetzt vor, um die Harugumo anzugreifen. Kommt er ran? Nee, er greift die Nevsky an. Die Hindenburg ist natürlich auch noch auf der Kremlin drauf. Oh, überlebt! Dirty Destin! Nein, er überlebt leider nicht. Sie haben es nicht geschafft, diesen Schlachter rauszunehmen. Und damit verliert das Team Pepega ihren eigenen. Oh, das hätte nicht sein müssen. Das tut weh. Denn jetzt verlieren wir auch noch die Hindenburg. Gar nicht gut. Aber es fliegen noch Salven auf die Harugumo. 4387 HP. Das ist so gut wie gar nichts mehr. Die Stalingrad. Hulk Smash sitzt jetzt hier. By the way, an der Stelle, wir müssen mal kurz gucken, wie sieht es hier drüben aus. Death Scout in seiner Salem noch mit 40.000 HP am Start. Könnte gefährlich werden für Hulk Smash, der jetzt natürlich Breitseite zu der Salem zeigt. Da muss jetzt Kalt ganz schnell nach vorne fahren, um das zu verhindern, dass die Salem dort rankommt und mithilft. Stalingrad 1 gegen 1 gegen die Nevsky hier vorne. Kann die Nevsky noch von der Venezia mit angegriffen werden? Apipulai sehr, sehr weit entfernt. Versucht allerdings. Trifft er? Ja, das war eine schöne Salve. Das könnte also sein, dass als Neckman rausgeht, bevor die Nevsky zu nah rankommt. Allerdings, wir wissen, dieses Schiff hat natürlich auch die Möglichkeit, ihn im Nahkampf rauszunehmen. Über diese netten kleinen Torpedowerfer links und rechts. Und gesagt, getan. Da laufen die Torpedos auf Hulk Smash. Hulk Smash hat ihn jetzt gerade eben weggeklatscht. Muss gucken, dass er jetzt beschleunigt. Dass er nur ein Torpedo nimmt, wenn überhaupt. Hat gleich sein Radar wieder ready. Jetzt fängt die Salem an zu wirken. Mit AP auch in die Seite von Hulk Smash. Und Hulk Smash muss sofort hinter diese Insel kommen. Sonst ist die Stalingrad raus. Sonst war es das für ihn. Nimmt er nicht einen Torpedo? Boah, wie dicht die an ihm dran waren. Damit kommt er mit 20.000 HP nochmal davon. Darf nicht zu weit vorfahren, weil links ja nochmal eine Nevsky steht. Hit me daddy mit seinen Torpedos. Oh, hat er jetzt nochmal das Radar gerade eben gezündet? Kann er jetzt nochmal... Nee, das war das Radar von der Nevsky, was wir hier gesehen haben. Da laufen aber auch nochmal Torpedos von der Harugumo. Punktetechnisch ausgeglichen. Zwei Caps aber für das Team SUTD. Wie sieht das hier oben aus? Venezia gegen Salem. Daring kommt jetzt auch nochmal in Richtung Harugumo gefahren. 1489 HP hat sie noch. Oh, 10.000 HP. 10.730. Die Torpedos laufen. Ich bin mir nicht sicher, ob Hulk Smash das überleben wird. Die sind sehr schnell. Ich glaube nicht, dass er die Nase noch rechtzeitig rumdrücken kann. Vor allem, wenn er jetzt wieder abbremst, dann nimmt er auf jeden Fall ein und dann war es das für ihn. Radar ist jetzt an. Radar ist offen. Kann er jetzt die Türme noch auf die Harugumo richten, bevor die Torpedos ankommen? Kann er drüber wirken? Kann ihn rausnehmen? Ah! Jawohl! Apipulai macht's! Sehr schön, aber es kommt direkt die Retourkutsche von der Nevsky von Hit Me Daddy auf Apipulai. Aber er sollte zugehen. Das ist keine Gefahr mehr für ihn. Er fängt jetzt auch an mitzuschießen, mitzuwirken, denn da haben wir die Venezia. Kalt schießt hier auf Hit Me Daddy und Scorpionfly 12 unterwegs in Richtung Alpha Cap. Damit punktetechnisch immer noch hinten. Wegen den zwei Caps, die wir eben nicht haben, also die der Feind hat. Wir haben nur einen. Aber gleich bekommen wir den Alpha Cap. Vorausgesetzt, die Venezia überlebt das jetzt und stirbt nicht raus und wir verlieren noch mehr Punkte. Er muss schauen, dass er hinter die Insel kommt, dass er unspottet auf dieses Schiff wirken kann. Genauso wie Kalt schauen muss, dass er sich jetzt zurückzieht. Lulusnell ist wieder dazugekommen, hat jetzt auch wieder HP regenerieren können. Karl, oh, das ist gefährlich. Ihr dürftet da eigentlich nicht zu aggressiv reinfahren, beide. Wir haben zwei Caps. Wir haben vier Schiffe. Wir müssten den Feind nur kommen lassen. Aber Lulu opfert sich hier irgendwie für sein Teammate, für Kalt, fährt jetzt da rein. Versucht dann nach wie vor auf die Nevsky zu wirken. 8000 HP, 9000, 7500. Kann Apipulai gleich über diese Insel wirken. Ja, die Nevsky fährt nach wie vor nach hinten. Und ich denke mir, dass jetzt gleich die SAP-Salve kommt, die diese Nevsky rausschießen wird. Vorsicht, Lulu.
Da kommt die AP, die SAP-Salve. Oh, hit me, Venezia. Genau so muss das aussehen! Und jetzt wird wieder angegriffen! Auf Death Scout, Lulu Snail und Kalt kombiniert! SAP in die Seite. Oh, yes! Ah, gut gemacht, Kalt. Und da kommt die Salve von Apipolai. Bam! Uff! Sehr schön gemacht, Team! Sehr schön gemacht! Team Alpha gewinnt! Es steht 2:0 für Team PPGA! Gratulation! Aber das waren zwei echt knappe Matches. Ey, ohne Witz jetzt, ne? Das... Top. Echt top. Das stimmt so aber nicht. Moment, wir müssen kurz invertieren. Jetzt stimmt das, jawohl. Unser Team ist das rote. Der Feind ist das grüne Team. So. Und damit sind wir in der Begegnung USA gegen PPGA. Und das Ganze auf der Karte Land des Feuers. Erstes Gefecht, Best of Three. Wir schauen uns das Team auf unserer Seite erstmal an. Wir haben Retired Old Dirty Dastard in einer Kremlin. Wir haben Scorpionfly 12 in einer Des Moines. El Salgado in einer Hindenburg. Apipolai in einer Venezia, genauso wie Kalt. Wir haben Lulu in einer Moskva. Wir haben Hulk Smash Lead in einer Stalingrad. Und Rixet in einer Masso. Also das könnte genau die gleiche Aufstellung sein, die wir vorhin auch schon auf der Karte hatten gegen das Team von TC Freer. Dann haben wir auf der Seite von USA, von Tiger Stan, Emmet92 in einer Kremlin. Er wollte ursprünglich bei uns mitspielen, aber wurde halt beim anderen Team gepickt. Captain Vinny auf einer Salem, Morbid Source auf einer Moskva, Sir Wirt in einer Moskva, Rue Points und Yee Wright in einer Stalingrad. Diorach in einer Kleber und River FX ebenfalls. Und damit fängt das Gefecht möglicherweise hier drüben sogar schon direkt an. Zweimal Kleber direkt auf C drauf. Wir haben beide Venezias links, Apipolai und Kalt, im Bravo Cap. Die Container sind noch nicht durch, nein, nein. Ich ziehe aber mal ganz kurz noch. Ich ziehe die Gewinner nach dem Gefecht, okay? Für die CC-Container. Zwei Stück haben wir ja gesagt. So. Dann konzentrieren wir uns jetzt hier erstmal auf das Gefecht. Swerver FX wird hier schon stark unter Beschuss genommen, was sehr, sehr gut ist. Die Marceau fängt jetzt auch an zu wirken. Rigset hat hier auch die Spots gemacht. Ist jetzt aber alleine, auf sich alleine gestellt. Und der trifft auch nicht so gut. Oh, das kostet unnötig viel HP tatsächlich. 5000 hat er verloren. Ausgeglichener Trade hier mehr oder weniger. Der Cap ist gleich durch. Die Kleber hier drüben wollte auf jeden Fall nicht mitmachen, damit der nicht resettet werden kann. Nicht zurückgesetzt werden kann. Jetzt haben sie gleich den Cap. Dadurch Punkte Vorteil. Genau, ihr könnt noch immer, cheeren. Es gibt zwei CC-Container kurz zu gewinnen, wenn ihr PPGA Rules eingibt in den Chat. Mit Bindestrich dazwischen. Und ihr könnt das aber natürlich auch freiwillig machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch Slash Me davor schreiben, aber dann zählt es möglicherweise nicht als Raffle Code. So, relativ still auf dieser Seite. Wir haben hier drüben Scorpionfly 12 in der Des Moines. Der schon einiges einstecken musste. Yee, right! Schießt hier ebenfalls nochmal auf die Des Moines und das kostet ihn sehr, sehr viel HP. Da hätte er möglicherweise doch hinter... Oh nein, da kommen noch die nächsten Salben von der Kremlin von Emme und Emme hat gut gezielt. Hat zu gut gezielt und Scorpionfly wird wahrscheinlich rausgehen, wenn die Moskva ebenfalls noch trifft. 1000 HP hat er noch. Ja, ich glaube Scorpionfly ist damit raus aus dem Gefecht. Es muss nur noch ein bisschen was treffen. Dann ist er weg. Es sei denn, er kann noch zugehen. Schafft er es noch am Leben zu bleiben? Das wäre super wichtig. Er ist noch immer offen. Er ist noch immer offen. Er ist noch immer offen in seiner Des Moines. Warum ist er noch immer offen? Er hatte nicht mehr geschossen. 11,7 Kilometer vor der Kleber. Er ist noch immer offen. Noch immer offen.
Und der ist raus. Oh je, das hätte nicht passieren dürfen. Der erste Kreuzer auf unserer Seite schon rausgeschossen. Das River of X in seiner Kleber wird jetzt hier von der Masso noch attackiert. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Aber das ist jetzt kein Beinbruch für den Feind. Die Moskau hat ein bisschen was einstecken müssen. Von Hulk Smash eventuell oder von Retired Old Dirty Dastard. Auf der anderen Seite alles sehr entspannt. Captain Vinny in seiner Salem sitzt an dieser Insel Moskau, fährt hier außen lang. Apipolai und Kalt gemeinsam jetzt aktiv auf der Salem drauf. Dieses Mal gibt es hier in der Mitte kein Schiff, das irgendwie Kreuzfeuer aufbauen könnte. Und sie lassen sich auch eher hinten. Oh je. Sie bleiben erstmal hinten und blockieren das, weil die rechte Seite für sie ganz gut funktioniert. Sie sind hier auch in der Überzahl jetzt mit einem Schiff. Das Ding ist, kann unser Masso unspotted jetzt auf diese Stalinka wirken und Dauerfeuer geben? Wenn das klappt, dann können sie gemeinsam zu dritt diese Stalingrad relativ schnell rausschießen. Relativ zügig. Da müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Oh je, jetzt wird die Masse so weiter angegriffen. Auch von der Stalingrad. Ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut, das wird wehtun. Aber das Radar ist gleich durch. Ja, jetzt kommt da die Kleber reingefahren. Nach wie vor, Punkte ticken für das Team von Tiger Stan. Der USA. Da fliegt jetzt eine Salve. Alles kreuz und quer. Die Masso wird immer noch beschossen. Kriegt die Hindenburg das hin, dort die Stalingrad eventuell auf Dauer rauszuschießen? Wie sieht's hier oben aus? Ist PPG hier wenigstens vorne? Oh, die Moskau hat nochmal kassiert. Beide haben sich eingenebelt jetzt an der Stelle. Beide werden wahrscheinlich auch keine Ziele mehr sehen, weil sie sich gleichzeitig eingenebelt haben. Das hätte man vielleicht ein bisschen timen können, dass man gemeinsam in einen Nebel fährt und dann den zweiten Nebel ready hat. Da kommt eine Salve angeflogen. Oh, das kam von Lulu, ne? Aber leider ging es daneben. Ah, schade. Weil so wie die Moskau steht, müsste Lulu durchkommen können an der Zitadellpanzerung. Vielleicht kann er es gleich nochmal versuchen. Ihm in die Seite zu schießen. Ah, HP-technisch sind wir jetzt tatsächlich im Vorteil. Linke Seite passiert auch nochmal was. Die Stalingrad wird nach wie vor einfach runtergeschossen. Eine Salve von Lulu, eventuell. Moskau ist so gut wie raus. Ja, da kamen die gerade an, ne? Ich habe nicht aufgepasst. Aber ich glaube, die kam gerade an. Ich habe was gehört. Nee, das war die gar nicht. Was kam denn da an? Oh nein! Oh ja! Die ging viel zu tief ins Wasser von Lulu. Aber ich kann es gerade echt nicht sagen, wer so viel Schaden auf die Moskau noch gemacht hat. Vielleicht waren das auch doch nochmal beide Venezias zusammen. Hindenburg hat jetzt auch hier die Stalingrad rausgeschossen. Hey Leute, das ist wunderbar. Das ist top. Wir haben zwar ein Schiff schon verloren, relativ früh, aber konnten zwei weitere rausnehmen. Jetzt haben wir hier doppelt Venezia auf der Seite bei der Salem bei Captain Vinny. Und Vinny ist natürlich so ein bisschen alleine jetzt gegen die beiden. Und das sollten die eigentlich gewinnen können, wenn sie sich nicht von der Stalingrad rausnehmen lassen. Die Moskau hat hier eine schöne Position versucht einzunehmen, muss jetzt aber auch abhauen, weil die Kleber versucht hier ranzupushen und zu rushen. Möglicherweise hat er das rechtzeitig erkannt, dass er hier auch den Turn wieder nach rechts weggenommen hat. Fährt allerdings hier gerade so ein bisschen in die Torpedos, dieser Kleber. Hat ihn jetzt rausschießen können. Sieht er die Torpedos? Müsste er jetzt erkennen können schon. Da kommen aber gleich noch mehr von hinten. Obacht, beschleunigt wieder. Oh, ganz knapp hat er das gemacht. Lulu, gib Gas. Jetzt kommt nämlich von hier aus auch die Stalingrad. Die möchte ihm natürlich in die Seite schießen. Er versucht das hier so gut wie möglich zu machen. Er kann aber auch selber der Stalingrad natürlich in die Seite ballern jetzt, gell? Schön noch angewinkelt. Die Salem versucht mit AP noch in die Seite zu schießen. In seine Breitseite, die offen ist. Oh, Lulu. Lulu komplett im Stress auf der anderen Seite. Passiert gerade nichts Interessantes. Wir bleiben hier bei Lulu mit drauf. Schön, dass er da mit seinem Heckturm immer noch schöne Zitadellen in die Stalingrad reindrückt. Sind zwar immer nur eins oder zwei vielleicht, aber das reicht auch schon aus, um ihn vollends runterzuschießen und für sein Team vorzubereiten. Nochmal schöne Salve. SAP geht noch mit drauf von den beiden Venezias. Die kämpfen dort mit. Lulu ist wirklich da davon gekommen. Ich glaub's ja nicht. Der konnte wirklich entkommen. Echt krass. So, Apipolai. Direkt vor der Salem. Hat er jetzt AP geladen? Hat er vielleicht sogar den Ladeexperte auf seinem Schiff? Kann er von SAP auf AP umladen? Kann ihm noch in die Seite schießen einmal? AP fliegt. Jawohl. Da war noch guter Damage dabei. Jetzt kann er aber auch schon wieder direkt auf SAP umladen. Da kommt noch eine Salve von Lulu. In den Turn der Salem. Leider ein bisschen zu hoch und zu weit hinten.
So, Venezia bereit, die Salem rauszuschießen. Das Problem ist jetzt allerdings, dass sie in einem 1 gegen 1, so wie es jetzt aussieht, head-on gegen die Salem nicht unbedingt bestehen kann alleine. Die Feuerrate der Salem ist zu stark. Lulu versucht aber trotzdem nach wie vor mitzuhelfen. Kalt auf das Stalingrad mit drauf. Hat ihn rausnehmen können. Wunderschön mit SAP. Wunderschön. Auf der anderen Seite hat die Marceau die Kleber rausgenommen. In einem 1 gegen 1 hier oder was? Die Kleber, die unsere Kremlin rushen wollte. Oh, wie gut. Rick said, das hast du sehr gut gemacht. Unsere Kremlin am Leben. Emme wird jetzt rausgeschossen. Auf Dauer, entweder durch die Hauptbatterie oder durch die Torpedos, die auf ihn zulaufen. Wie sieht das auf der anderen Seite aus? Apipolai bei 10.000 HP gegen Captain Winnie. Er würde wahrscheinlich noch ausgehen. Wenn nicht sofort die andere Venezia, wenn Kalt nicht sofort mithilft. Marceau lebt noch immer. Die Torpedos laufen und die Kremlin geht raus. Oh, krass. Morbid Source in seiner Moskwa. Hey, ich hätte niemals für möglich gehalten, dass unser Team das so rumreißt, das Ruder, nach dem, was am Anfang passiert ist. Das Spiel ist durch. Das Spiel ist gewonnen. Captain Winnie geht jetzt hier auch noch raus mit der nächsten Salve. Dass Lulu da in der Mitte noch so lange überlebt hat. Er ist jetzt allerdings auch rausgegangen. Und jetzt ist das nur noch hier Morbid Source und Captain Winnie, der jetzt seinen Superheal zündet in seiner Salem. Reicht es aus? Es reicht aus. Das haben sie echt irgendwie, ich kann's nicht sagen, was da jetzt passiert ist, genau gesagt. Das an so vielen Ecken und Enden hat alles für das Team Pepega funktioniert. Der Angriff hier mit den beiden Venezias auf die Salem, auf die Moskwa, der Angriff von Lulu in der Mitte, das Zurückziehen, das Überleben hier auf der linken Seite, das Halten und das Gegendrücken dann wieder. Das Verhindern des Rushes auf unsere Kremlin, das Fokusfeuer, es hat alles funktioniert. Und das, obwohl wir am Anfang nur einen Cap hatten und sogar einen Kreuzer verloren haben. Gratulation. Wow. Angriff der Pepegas. Richtig, richtig stark. Damit startet das zweite Gefecht der Begegnung Pepega gegen USA, Private Penguins, Grand Armada gegen United Seal Clubbers Alliance. Das Team von Tiger Stan. Wir haben auf der Seite, auf der Karte Norden, ne? Wir haben auf der Seite unseres Teams Retired Old Dirty Dastard in einer Kremlin. Erneut. Wir haben I.M. Lulu Snail in einer Des Moines. Wir haben Sal Salgado in einer Hindenburg. Apipolai in einer Venezia, genauso wie Kalt. Und Hulk Smash Lead in einer Stalingrad. Hulk ist immer in der Stalingrad. Er haut auch immer rein. Scorpionfly 12 in einer Daring. Und Rickset in einer Kleber. Auf der Seite von USA haben wir Yee Wright in einer Kremlin. Wir haben Sir Bird in einer Des Moines. M92.de in einer Minotaur. Diorach in einer Sau. Morbid Source in einer Moskwa, Q-Points in einer Stalingrad, Thriller FX in einer Daring und Captain Winnie in einer Shimakaze. Und dieses Mal sind wir schnell genug. Letztes Mal auf der Karte war ich so langsam beim Vorlesen, dass hier vorne schon Action losging, bevor ich überhaupt fertig war. Alles klar, Leute. Rickset macht genau dieselbe Aktion wie vorhin auch. Fährt so schnell wie möglich in den C-Cap rein mit Boost aktiv. Lulu, Scorpionfly und Kalt fahren auch auf diese Position. Die sind sie vorhin auch schon angefahren und konnten von hier aus dann entsprechend gut wirken. In dem Gefecht davor gegen Stats Team war das. Da haben wir unsere Kleber hier verloren, weil eine Marceau von der anderen Seite rangefahren ist, meine ich. Apipolai. Uff, da kommen schon die ersten Salben. Apipolai ist bereit, möglicherweise auch hinter diese Insel zu wirken. Genauso wie die Hindenburg, hoffe ich zumindest. Retired Old Dirty Dastard schaut auch schon da drüber. Die Torps von der Kleber laufen auf die Stalingrad. Der versucht jetzt hier an diese Insel ranzufahren. Da bin ich mal gespannt, ob er da nicht noch ein paar Torpedos nimmt. Das wäre natürlich ein schöner Bonus von Rickset und auch gut gesehen vor allem. Einen, zwei, jawohl, sehr schön gemacht.
Zwei Torpedos auf Crew Points, Nase. Der Cap ist gleich eingenommen. Die Frage ist nur, ob die Daring jetzt gleich noch von unserem Team gespottet werden kann, bevor sie reinfährt. Rickset wird jetzt wahrscheinlich gleich sagen, Achtung, hier ist gleich jemand im Cap drin. Kann die Des Moines denn überhaupt dorthin wirken mit ihrem Radar? Kann die Stalingrad dorthin wirken mit ihrem Radar? Des Moines müsste Reichweite haben für die Daring, aber sie sitzt dort hinten an der Ecke. Sie hat auch Torpedos geschmissen auf die Ecke vorne. Vorsicht, Rickset, bloß nicht um die Ecke schauen. Du möchtest keine Torpedos vorne in die Nase nehmen. Wir sehen dieses Mal, auf dieser Seite haben wir auch 3 Schiffe statt 2. Bei Stats Team hatten wir 2. Ich glaube, 2 Kreuzer waren das hier, eine Salem und noch was anderes. Oh je, jetzt hat die Kleber nochmal versucht, Torpedos rauszuschmeißen. Ist aufgegangen. Muss aufpassen, dass sie nicht zu weit nach vorne fährt. Wegen der Daring und ihren Torpedos. Aber das sieht er anscheinend dort vorne. Oder, na gut, er sehen kann das schlecht. Die ist doch kurz aufgegangen tatsächlich. Da laufen noch die Torpedos auf die Stalingrad. Einen nimmt er auf jeden Fall. Vielleicht sogar 2 hinten noch auf den Po. Nee, macht er nicht. Aber ein Flooding hat er jetzt. Wie sieht das hier mit der Daring aus? Daring muss sich zurückziehen. Stalingrad flooded tatsächlich, weil er vorher schon mal das Flooding repariert hat. Oder ein Brand. Jetzt ist Lulu natürlich am Start. Und Lulu schießt mit HE und versucht Brände zu legen. Jetzt ist das Repair Kit gerade angegangen. Das ist eine schöne Goldtarnung, by the way. Jetzt ist das nur eine Frage der Zeit, bis Lulu nochmal einen Brand legen kann. Und die Venezia, kalt, schießt ebenfalls mit. 23.800 HP, sehr schönes Fokusfeuer auf dieser Seite. Was haben wir hier oben? Unsere beiden Kreuzer, die lassen sich Zeit. Die halten einfach nur die Position, haben den A-Cap eingenommen. Oh ja, das sieht gut aus, Pepega, ihr macht das sehr schön. Warum gibt es eigentlich keine CVs in Turnieren? Weil CVs das Problem des Überspottings mit sich bringen. Und dann kannst du schöne aggressive Stealth-Angriffe nicht mehr durchführen, weil der CV dich halt ständig spottet. Du kannst nicht mehr so taktisch spielen. Und deswegen gibt es die in den meisten Turnieren auch nicht. So, die Stalingrad ist jetzt gleich raus. Schön gemacht von Kalt. Damit sind wir wieder einen Schritt näher in Richtung Sieg. Oh, Leute, ihr habt... Ey, ganz ehrlich. Das Team PPG ist so gut. Guckt euch mal die Torpedos an. Oh, guckt euch die Torpedos an auf Sir Word. Ist auch raus. Schöne Daring. Good job, Scorpion Fly. Und das ist der Grund, wieso ich die Daring nach wie vor als einen der Top 10... Top-Tier-10 DDs einstufe, weil er sowohl im Nahkampf mit der Hauptbatterie mega geil ist. Er kann sich heilen. Er hat Singlewerfer-Torpedos für die ein oder anderen Situationen einfach unfassbar stark. Genauso wie hier. Bestes Beispiel. Ganzen Kreuzer rausgenommen. So gut. Und jetzt wurde er hier rausgeschossen. Swiver FX von der geballten Power unseres Teams. Und jetzt ist das eigentlich schon durch. Das ist echt krass, wie schnell Pepega hier mit dieser Taktik den Gegner auseinander nimmt. Sal Salgado dort oben, jetzt aber doch ein bisschen zu... Ja, jetzt wurde er auch mit der Mino rausgeschossen oder von der Mino. Er hat sogar Singlewerfer-Tops ebenfalls kassiert, hybridische Torpedos. Vielleicht ein bisschen zu unvorsichtig auf dieser Seite, die beiden Kreuzer. Müssen gucken, dass sie da wieder wegkommen. Jetzt wird hier gepusht, die Moskwa hat gerade nochmal einstecken müssen, hat 4620 HP. Die nächste Salve von der Venezia sollte ihn eventuell rausnehmen, wenn er nicht selber rausgeht. Aber er... Winkelt an, das passt. Gerade eben stand er noch ein bisschen breit, auch für die Kremlin, für die Moskwa. Wunderbar, jetzt fängt Rickset auch an zu schießen auf die Kremlin. Die Torpedos hier, die werden nicht treffen. Ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis diese 3 Schiffe hier mit der Kremlin einen kurzen Prozess gemacht haben. Es sei denn, ah, kalt, vorsichtig, nicht zu weit aufdrehen. Ah, gut anwinkeln, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Team steht kurz vor dem Sieg. Das gegnerische Team steht nicht kurz vor dem Sieg. Was laberst du denn? Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Das Team Pepega. Und alle haben gesagt, ja, Pepega, die werden das wegschmeißen. Nein. Nein, werden sie nicht, denn sie haben Lulu Snail als Warlead. Und tapfere Soldaten, die ihm unterstellt sind, die ihr Bestes geben.
Pingu ist ein bisschen biased zu Pepega. Na klar, Pepega gewinnt das auf jeden Fall. USA muss verlieren. Make USA great... nicht great. make USA weak again. Oder low. Make USA nicht great again. Nee, passt doch. Sieht doch super aus. Okay, dieses Mal haben sie echt gut dominiert. Krass. Ich bin so stolz auf euch, Leute. Oben gibt's noch ein Küsschen von Lulu auf die Venezia. Gut gemacht. Jetzt haben wir noch eine Kleber-Rickset. Eventuell pusht die Rickset Kleber jetzt noch. Aber mit so wenig HP wird er das gar nicht hinbekommen. Die Mino wird ihn einfach zerfetzen. Ah, aber... er dreht breit. Jetzt Reload Booster an. AP rein. AP, 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 AP. Zack. Oh, hat einfach zwei Drittel der Mino gerade mal rausgeschossen. Mit zwei Salben. Das ist schön. Immer wieder schön anzusehen. Falls ihr euch wundert, wieso man hier auch ein bisschen shit-talkt, wir wurden angehalten, auch ein bisschen zu shit-talken. Ja, gegenüber den anderen Teams. Das gehört zu dem Turnier dazu. Aber alles natürlich auf Spaßbasis, ne? Nicht ernst gemeint. Aber Team USA war einfach nicht gut genug. Von den PP-Gas weggeknallt. Hulk Smash. Nimmt extra noch ein Torpedo mit. 1000 Punkte voll. Oh boy. Ich grinse wie so ein Honigkuchenpferd. Echt top. Echt top, Leute. Congratulations. 2-0. Damit haben wir in diesem Best of 3 gewonnen. Die Begegnung gegen USA. GG, PPGA Rules.